Ich möchte das nämlich gerne aufzeichnen, wenn das geht. Aber das geht irgendwie nicht gerade. Okay, dann mache ich es nicht. Dann wirst du das aufzeichnen. Bei mir ist Ist schon meine so Kamera jetzt aufgezeichnet, schwarz-weiß ja genau. geworden? Warum ist die schwarz-weiß geworden jetzt? Das weiß ich nicht. Technik. Unfassbar. So, erstmal schön Hallo, Erwin. Hallo, Servus, ich Freut grüße mich, dass es dich. endlich mal geklappt hat. Und hallo an die Zuschauer im Chat. Ich hatte ja schon das ein oder andere Vergnügen. Warum? Warte mal, das mit der Kamera muss ich gerade mal fixen. Das ist typisch live. Da gibt es Probleme. Das ist normal. So, Ja, du warum ist warst das bei uns kaputt auf dem gewesen? Discord und du hast mit sehr, sehr viel mit Leuten Geschwurbelt. diskutiert und geschwurbelt, Ich habe genau. geschwurbelt. Ja, ich So habe ist viel es. geschwurbelt. Richtig. Richtig. Ja, ich komme ja noch aus einer Zeit, da durfte man ja noch sich kritisch äußern und den Nutzen von Dingen anzweifeln. Das durfte man Ja. damals noch. Ja. Das sind die 90er Weiß nicht, gewesen, ob. nehme ich an. Ja, das sind die neuen. Da ist man, da war, ich habe kein CSD verpasst und keine Love Parade. Ich habe das alles, ich habe das damals alles mitgenommen. Und sobald ich die Kamera gefixt bekomme, Ach, scheiß auf reden die wir drüber. Kamera. Ist egal. Ja, ist egal, oder? Ja, scheiß drauf. Ich werde gerade ganz kurz mal umschalten, in der Hoffnung, Ach dass sich das so, fixt. jetzt ist Ja, es gut. hat geklappt. Es hat geklappt. Sehr gut. Wunderbar. So, Hallöchen erstmal. Hallo. Grüß dich. So, stell dich mal vor, für die, die dich noch Ja, nicht genau, das aus wollte ich dem gerade machen. Dings kennen, ja. Das wollte ich gerade machen, weil die meisten Leute mich wahrscheinlich nicht kennen. Also, man kennt mich als Rob und ich habe einen YouTube-Kanal mit ja, knapp über einer Viertelmillion Abonnenten, auf dem ein Format läuft. Und das heißt so wie der Kanal mittlerweile selbst, das heißt Gamesünden. Da mache ich mich über Videospiele lustig und lasse auch immer sehr viel Social Commentary mit einfließen. Also besonders, wenn Spiele anfangen mit politischen Nuancen, und das passiert ja in letzter Zeit immer häufiger, dann gebe ich halt meinen Senf dazu. Allerdings ohne wirklich eine Position zu haben. Was ziemlich interessant ist, weil natürlich habe ich kritische Augen, die mich beleuchten, und wenn die dann auf mich reagieren, dann habe ich immer so diese Situation, wenn ich gegen rechts schieße, dann wird das immer so, das wird so ignoriert. Da wird dann immer nichts so da gesagt. Das ist dann so. Ja. Aber wenn ich dann gegen die Lilly schieße, dann kriegen die alle eine Krawatte. Ich weiß Und das genau, finde was ich du nicht meinst. fair. Das finde ich nicht fair. Ja, das finde ich überhaupt nicht fair. Also, Das ist genau, ich war das ist früher. ich weiß genau, was du meinst. Es ist tatsächlich, auf unserer Seite ist es jedes Mal so, wenn du, also insgesamt auf der linken Seite, muss ja nicht mal Pseudo-links sein, Ja. sobald du etwas sagst, was vollkommen korrekt und gut ist, keine Ahnung, dich äußerst gegen rechts, dies, das, dann ist einfach so, ja, akzeptiere ich jetzt, das ist halt selbstverständlich, dass du das machst, Ja. deswegen sage ich nichts, alles in Ordnung. Wenn du gegen diese Leute was sagst, sind die Rechten sofort an der Matte und die applaudieren so laut, dass du dich selber nicht mehr hörst, ja. Und die anderen checken das Ja. einfach nicht, wie das funktioniert. Und dann sagen sie, ja, alle driften nach rechts ab. Naja, hättet ihr lauter applaudiert, ich weiß nicht, ja. Ja, ich hatte da natürlich auch schon das ein oder andere Video gemacht, ist jetzt mittlerweile auch schon 2, 3 Jahre her, wo ich mich politisch auch ein bisschen gegen gewisse Ideologien ausgesprochen habe. Und ja, seitdem bin ich bei den, ich sag's mal salopp, auch wenn ich kein Freund von den Begriffen bin, bei den Wokis auch so eine Art rotes Tuch. Ja, sage ich, okay, wenn ich ein rotes Tuch bin, mach Hammer und Sichel drauf und gut ist. Ja. Ich muss natürlich, tut mir leid, Huch, mach aus. So. Ich bin Satiriker. Also ich quatsche eine Menge, das ist mein Beruf. Und wie das so ist bei Leuten, die eine Menge quatschen, die erzählen dann auch eine Menge Unsinn. Ich kenne jetzt auch keinen Streamer oder YouTuber, der nicht schon mal irgendwie Unsinn erzählt hat. Das machen wir alle. Ne? Irren ist menschlich. Aber ich finde das auch interessant, wie man bei einigen Leuten das komplett so ignoriert. Ah ja, das passt schon. Und bei anderen Leuten wird dann gleich nach der Todesstrafe gerufen. Und das ist, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt doch das Glück, weiß nicht, ob das Glück ist, dass noch keiner mit einer gewissen Relevanz über mich gesprochen hat, weil sonst würden die Zahlen natürlich nach oben gehen. Also die hier, ne? Weil jeder Versuch, Leuten immer negative Aufmerksamkeit zu geben, das kommt aus beiden Richtungen und das geht in beide Richtungen, endet meistens damit, dass der Adressierte eine Menge Aufmerksamkeit bekommt. Also zum Vorteil. Also
Ich bin zum Beispiel auch sehr davon überzeugt, und jetzt rutsche ich direkt ins Politische, ich bin zum Beispiel davon überzeugt, dass die AfD so stark geworden ist, weil die Gegner der AfD einfach nicht aufhören können, über die zu quatschen. Ja. Ja. Zu einem Teil definitiv. Ja. Zu einem anderen Teil ist es natürlich, nützen sie so diesen Pseudo-Widerstand aus, halt, weil der Mainstream, also die Ampel in dem Fall, komplett verkackt neoliberal gegen die Arbeiter geht, und die können dann einfach absahnen, indem sie einfach so tun, als wären sie für die Arbeiter. Ja. Und die werden auch nicht aufhören mit dem Verkacken. Das ist ja das, was mir Angst macht. Klar. Also ich bin ja jetzt auch kein Freund davon, die AfD oben zu sehen. Also ich bin auch schon seit Ewigkeiten davon überzeugt, dass keiner von denen besser ist. Am Ende sind wir, also wir müssen die Rechnung zahlen, egal wer bestellt. Ne? Also ich meine, ich muss vielleicht dazu sagen, so ein bisschen Background-Story. Ich komme eigentlich eher auch aus der linken Ecke. Also ich habe in meiner Jugend Tonsteine Scherben gehört und sehr viel mit eher so sozialistisch oder sozialistisch denkenden Leuten umgegangen. Es gibt ja dann noch diese große Grätsche zwischen Agitprop und Punkpop, ja, also Tote Hosen waren jetzt nie mein Ding, dafür aber eben Rio Reiser und so weiter. Und ich bin auch nicht so die große Leseratte, aber ich habe halt eine Menge mitbekommen. Ich hatte in meiner Jugend Freunde, die waren rechts, und auch eine Menge Leute, die waren links. Ich war sehr lange mit einem Mädel zusammen in jungen Jahren, die kam aus der Hausbesetzerszene. Und weil ich ja selber eine Weile obdachlos war, hat die mich da halt auch untergebracht. Also ich kenne diese beiden Seiten auch auf einer recht tiefen Ebene. Was für mich auch immer ein Grund war zu sagen, dass ich weder auf der einen noch auf der anderen Seite rumtänzeln möchte. Ich kenne die Leute. Am Ende sind es alle nur Menschen. Und wenn man die Politik mal komplett weglässt, dann kann man eigentlich mit den Leuten wunderbar auskommen. Mhm. Aber ich denke, dass gerade dieser Konflikt zwischen rechts, links, oben, unten, beziehungsweise nicht eher oben, unten, sondern eher so schwarz-weiß und so weiter, das, was man in letzter Zeit alles sehr häufig mitbekommt, ist in meinen Augen einfach nur Ablenkung. Wir sollen uns streiten, damit wir die da oben nicht vom Thron schubsen können. Das ist seit Jahren mein Gedanke. Und ich bin völlig fassungslos, wenn ich beobachte als jemand, der, naja, Zeitgeschehen mitbekommen hat. Also ich war ja schon, als die Mauer gefallen ist, war ich 16 und ich habe die DDR mitbekommen und ich habe den Westen mitbekommen, ich habe die Propaganda auf beiden Seiten mitbekommen und alles und bin da auch mit groß geworden und es ist halt einfach absurd. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, früher war alles besser, aber es gab Dinge, die waren vielleicht einfach besser. Aber heute, wenn ich heute mir ansehe, wie Leute unterwegs sind, ich finde es erschreckend. Also vor allen Dingen, wenn ich Comedians, ich habe früher auch mal beim Fernsehen kurz gearbeitet, ich war bei ProSieben Quatsch Comedy Club und wenn ich heute irgendwelche Leute von damals so reden höre, ja, also irgendwie das, was wir früher gemacht haben, das können wir heute nicht mehr bringen. Ich sage mal, warum nicht? Weil sich ein paar Leute darüber aufregen, die das damals ohne Social Media nicht konnten und durch Social Media Leute halt anstecken können, sich mit aufzuregen, aber am Ende passiert halt eigentlich niemandem irgendwas. Also warum müssen wir halt immer Rücksicht darauf nehmen, dass die Menschen so empfindlich geworden sind. Donny_Darko also, hat jetzt ja Kontaktschuld. Aber ja, dann aus deren Sicht ja dann doch. Also ich zum Beispiel, ich lebe davon, Witze zu machen. Und die beziehen sich nicht unbedingt auf Personen. Es gibt ja jetzt so den einen oder anderen Kanal, der darauf fokussiert ist, andere Leute irgendwie durch den Dreck zu ziehen oder ins Lächerliche zu ziehen, wie auch immer. Das kann man als Kunst bezeichnen oder auch nicht, aber ich rede halt nur über Videospiele und mache mich über Politik lustig, wenn die politisch werden und werde halt auch von Leuten genervt, die ich nicht nachvollziehen kann mit meiner Lebenserfahrung. Und ich finde das so anstrengend, dass ich tatsächlich überlegt habe und ich meine, ich darf ja vielleicht auch drüber nachdenken, weil ich bin ja doch eher einer der Ältesten so in dieser ganzen Community, Twitch und YouTube, ob ich nicht einfach in Rente gehen soll, weil es mich halt einfach enorm nervt, auch wenn das viele Leute bedauern würden, aber ich finde diesen ganzen Internetdiskurs, gerade in Bezug auf all diese Sachen, und ich beobachte dich ja jetzt auch schon ein bisschen länger, ich finde das wahnsinnig anstrengend. Und wenn ich mal rausgehe ins Real Life vor die Tür, da gibt es sowas gar nicht. Mhm. Das gibt es scheinbar nur im Internet. Und da werden dann halt bestimmte Leute massiv mit angesteckt, also gerade Kinder und Jugendliche, weil die halt, naja, die kannst du halt leicht abholen.
das ist ja auch der Grund, das ist ja auch ein Ziel. Also die Kinder und Jugend, die kannst du leicht manipulieren, die kannst du leicht abholen. Das wissen ja alle. Das haben die Nazis gewusst und haben die Kids in die HJ geholt. Und das haben dann die in der DDR gewusst und haben die Kinder in die FDJ geholt. Und jetzt haben wir sowas Ähnliches, ja, nur dass es nicht wirklich einen Namen hat. Aber es hat auf jeden Fall, so wie die HJ und die FDJ, hat es eine Flagge. Mehr sage ich dazu nicht. Ich finde es wahnsinnig anstrengend. Und ich beobachte zudem eben auch, was noch so... Was für eine Flagge meinst du? Irgendwas mit bunt. Ich habe vergessen, naja, gut, wie die heißt. Aber das will ich nicht miteinander vergleichen. Ich meine, das ist ja... Da geht mir der Vergleich zu weit, weil ich meine... Mhm. Das ist, ja. Weißt du, was ich meine? Das, was heute passiert, da mit dem Dritten Reich vergleichen, geht gar nicht für mich so. Ich finde Dritte Reich Vergleiche auch ziemlich blöd, aber ich vergleiche es ja eigentlich nicht mit dem Dritten Reich, weil von mir aus eine Flagge hat immer eine Symbolik. Also entweder steht eine Flagge für ein Land und dann könnte man sagen, ja, das Land ist in Ordnung, da sind die Leute nett, da ist das Bier lecker. Oder man kann sagen, da ist es politisch irgendwie nicht fair gegenüber den Menschen, weißt du? Aber man kann Flaggen natürlich auch für Populismus. Ich mag das Wort auch nicht. Ja, aber trotzdem, weißt du, den Vergleich finde ich nicht korrekt, weil so, weißt du, was ich meine? So, dass man Kinder irgendwie in irgendeiner Form beeinflussen möchte. Du hast die Flagge möchte. Ja in deinem Logo drin. Das war ja jetzt kein Angriff gegen dich, sondern das war, ich meine, das ist ein kompliziertes Thema. Ich gebe es zu. Wenn du das jetzt als schlechten Vergleich siehst, dann ziehe ich den natürlich gerne zurück. Ich finde ihn auch. Ich wollte auf was anderes hinaus, aber ist in Ordnung. Ich finde ihn auch einen nicht richtigen Vergleich. Ja, ja, ich habe das auch in meinem Namen natürlich, aber es ist. Wie würdest du es vergleichen? Also wenn es überhaupt. Ich würde es gar nicht vergleichen. Ich würde es gar nicht vergleichen. Okay. Für mich ist einfach so das, was die Nazis gemacht haben, ist das, was die Nazis gemacht haben. Das, was sie in der DDR gemacht haben, ist das, was sie in der DDR gemacht haben. Und das, was heute und passiert... Und Sowjetunion. Ja, genau. Und das, was aber heute passiert, da würde ich nicht sagen, dass das Gleiche ist. Weil es gibt ja heute unter der Regenbogenflagge nicht, dass man Kinder da reinsteckt. Das gibt es ja nicht. Es gibt ja, das ist ja keine Vereinigung oder irgendwas. Ja. Und also, ich habe selbst unter der Regenbogenflagge getanzt. Aber die hat halt damals einen anderen Wert gehabt. Also die stand mal dafür, dass Leute unter dieser Flagge für gewisse Anerkennungen, Toleranzen und Gleichberechtigungen sich bemüht haben. Ich war ja selber dabei. Also da gibt es sogar auf YouTube ein Video von 1997, wo man mich unter dieser Flagge tanzen sieht. Ja? Da sind Leute immer ganz schnell am Urteilen, weil man kann solche Sachen heutzutage sehr schnell missverstehen. Und deswegen muss man halt auch ständig aufpassen, wie man sich äußert und in Eierschalen läuft. Dass ich das jetzt bei dir bekomme, hätte ich nicht erwartet. Es geht nicht um Eierschalen, sondern es ist ein falscher Vergleich. Für mich ist das eine Beleidigung für die Menschen, halt, die unter dem NS-Regime gelitten haben. Und ich finde den Vergleich auch das nicht korrekt. Das sehe ich ein, ja. Ich finde den Begriff auch nicht, also den Vergleich auch nicht korrekt, weil die war ja dazu richtig da, Menschen zu indoktrinieren, einem Führer zu folgen und ähnliches. Das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Die LGBTQ-Flagge hat ja es gibt ja keine Führer. Es gibt ja keine Führungspersönlichkeit. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Um da mal direkt rüber zu gehen. Weil da können wir jetzt noch stundenlang weiter diskutieren. Da werden wir wahrscheinlich jetzt nicht auf den Konsens kommen. Was ich sagen wollte, nur um das abzuschließen, ist, dass mit einer Flagge, die überall gehisst wird, also überall auch ganz demonstrativ und auf einer gewissen Art und Weise auch auf einer imperialistischen Art und Weise überall aufgehangen wird, wie das damals mit anderen Flaggen gemacht wurde, ist das oftmals für viele Leute, nicht unbedingt für mich und vielleicht auch nicht für dich, aber es ist so ein Gefühl von, hier möchte man irgendwas Bestimmtes durchsetzen, hier möchte man eine Ideologie einfach sowas von gesellschaftsfähig machen, dass ich da kritische Gedanken zu habe. Ja, das betrifft aber nicht die Leute, die sich unter dieser Flagge versammeln, weil ich stehe auf der Seite dieser Leute, die sich unter dieser Flagge versammeln. Nur, dass sie vom Kapitalismus so ausgenutzt wird, weil jetzt, ihr wisst, ich gehe auf eine Bank und will ein Konto aufmachen und das Banklogo ist in Regenbogenfarben. Aber die Bank hat eben auch noch eine Außenstelle in Saudi-Arabien, da ist das nicht so. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also ja, vielleicht haben wir das ein bisschen zu schnell übers Knie gebrochen. Tut mir leid.
Na, ich finde, aber es ist auch, ich finde es auch nicht korrekt, sowas zu reden, weil es auch dieses ganze Ding verstößt auch gegen die TOS, über sowas zu sprechen. Weißt du, was ich Dann meine? machen wir das nicht. So, Dann machen wir das nicht. deswegen finde ich das nicht korrekt, also das hier zu machen. So, ich finde das aber auch insgesamt nicht korrekt, so etwas zu sagen, weil wie gesagt, es gibt ja da draußen Rainbow Washing ist eine Sache. Du hast da draußen Das ist das Problem, das ich ansprechen Kapitalismus, möchte. du hast den Ja. Kapitalismus, aber das kannst du ja nicht mit Nazis und mit Sowjetunion vergleichen. Das hat ja überhaupt kein Ding. Das hat ja überhaupt kein, so, das ist ja nicht das Gleiche, weil die haben richtig indoktriniert, damit sie haben direkt die Ideologie in die Menschen hinein indoktriniert. Aber LGBTQ ist doch nicht die Ideologie von Kapitalisten. Oder irgendwas. Es ist ja überhaupt keine Ideologie. Sozusagen, diese Flagge steht ja nicht für eine Ideologie. Die Flagge steht ja für ein, wie sagt man, für ein Identifikations- so Lebensidentifikationsmerkmal. Weißt du, wovon ich rede? Das war ursprünglich mal der Fall. Heute hat man das Gefühl, und ich denke, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen, dass diese Flagge missbraucht und gekapert wurde, um gewisse Sachen zu inszenieren oder indoktrinieren. Ja, Ich denke, dass es da die unterschiedliche Konzerne Meinungen gibt darüber. schmücken sich mit der Flagge. Ja, Ja? Ja, genau. gut, aber die Flagge steht ja nicht für eine Ideologie. Weißt du, was ich meine? Nein, Im aber sie wird von Gegensatz. einigen Leuten, sie wird von einigen Leuten dazu gemacht. Aber allgemein steht sie nicht dafür. Ja, eh. Genau, deswegen würde ich das gar nicht vergleichen. Es ist ja nicht, du kannst das ja nicht vergleichen mit Sowjetunion, wenn du da. Ich war ja zum Beispiel in den Pionieren. Ja? Warst du wahrscheinlich vermutlich auch, nehme ich an. Ich war bei den Pionieren und da wurde man richtig indoktriniert. Also da haben wir Ja. einfach so Bücher bekommen, wo da stand einfach Mama, Papa und dann drüber steht der Tito, ja, in Jugoslawien. Und das war eine richtige Indoktrinierung. Und da hat man die ganze Zeit irgendwie so ein Ding bekommen, wo einem gesagt wurde, ja, du musst, der Sozialismus ist alles, bla bla Ich habe bla. das sogar gesehen. Ich habe das gesehen in Westberlin damals. Ich hatte einen sehr guten Freund, einen Nachbarjungen, der kam auch aus Jugoslawien. Und die sind dann in Berlin zu einer Veranstaltung, also in Westberlin, nicht in Ostberlin, in Westberlin zu einer Veranstaltung gegangen, die zu Ehren von Titus abgehalten wurde. Ich bin da mitgegangen, ich war klein, ich habe absolut nichts verstanden. Bin da mitgegangen, weil die haben gesagt, ja, wir gehen da hin, wir müssen da mitmachen. Und dann sind die da mit diesen Pionieruniformen, ich weiß nicht mehr, so mit weißem Hemd und dann so eine, ich glaube, rote Schleife ist es oder sowas. Und dann sind die mit den Fahnen da und haben in so einem Stadion da einen riesen Aufmarsch gemacht. Und ich war noch sehr jung, vielleicht so 7 oder 8. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und habe halt wirklich nur gefragt, so, was passiert denn hier gerade? Ja, überall Flaggen, überall Leute so. Und ich kannte das nicht, also aus Deutschland oder aus West-Berlin. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir zu Ehren von Titus. Und ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich konnte damit nichts anfangen. Und erst Jahre später dachte ich mir so, ja, okay, das waren also quasi die Pro-Titus-Leute, die zwar im freien Westen gelebt haben, aber im Prinzip noch die Fahne für ihn hochgehalten haben oder möglicherweise hochhalten mussten. Ich weiß es nicht. Na, ich weiß es nicht. Also wie sehr der Zwang da war, kann ich dir gar nicht sagen. Aber wie gesagt, ich finde den Vergleich nicht korrekt. Und ich finde auch von den Rechten zum Beispiel kommt ja immer wieder dieses die LGBTQ-Ideologie und so weiter. Es ist keine Ideologie. Das ist eine Selbstidentifikation, Ja. die von einer Ideologie missbraucht wird. Und Das ist ja das, was ich sagen möchte. okay, aber Damit dann. wir darüber hinwegkommen, über diesen schlechten Vergleich. Ja. Ja? Genau, Okay. aber das Also ist ein das war ja, Riesenunterschied. Aber das ist ja. ein Riesenunterschied, weil zum Beispiel die haben doch die Nazis und Sowjetunion und so weiter, die haben gleich die Flagge ihrer Ideologie genommen. Hier ist die Waren die Amerikaner ja Ideologie, auch. hier ist es aber wichtig zu verstehen, dass die Ideologie hier im Namen, also des Kapitalismus, dass sie eigentlich unsichtbar ist. Das heißt, wir werden nicht darüber aufgeklärt. Deswegen kapert die oft andere Flaggen, um besser dazustehen und um sich also hinter anderen Ja, sehe Sachen ich zu genauso. verstecken. So, gut. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, das nicht zu vergleichen miteinander oder irgendwas in diese Richtung. Weißt du warum? Weil sonst genau das passieren wird, was heute passiert, nämlich, dass gewisse Leute dann gegen LGBTQ-Leute gehen
und dann einfach sagen, okay, der Kampf gilt sozusagen der Regenbogenflagge, weil das ist die Ideologie. Der Kampf gilt den LGBTQ-Communities und Personen, weil das ist eigentlich der Feind. Aber das stimmt ja nicht. Das ist ja falsch. Hier wird ein Trick performt. Ich weiß, die große Frage ist nur, inwieweit sich das missbraucht verhindern lässt. Ja. Also ich meine, wir sind ja Erwachsene und auch gewisse auf einem gewissen Level sehr gescheit, dass wir das ja alles wissen. Aber die meisten Leute wissen das ja überhaupt gar nicht. Und da ist halt die große Frage, wenn sich die Fronten verhärten, und das ist das, was ich beobachte, dass sie sich zunehmend verhärten mit entsprechenden unterschiedlichen Meinungen, die man ja haben darf, aber es verhärtet sich halt, was will man denn dagegen tun? Das ist ja das Problem daran. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ihr habt das jetzt gut zu finden, wenn eine Menge Leute nichts damit anfangen können. Die Leute sind ja tatsächlich in der Allgemeinheit sehr leicht gestrickt. Du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, so, ihr müsst, zum Beispiel mit dem Gendern, ja. Mhm. Das ist ja eine Sache, wo, ich meine, ich gucke nicht mehr die Öffentlich-Rechtlichen, aber ich habe in letzter Zeit mir so ein paar Sachen angehört und angesehen, da wird gegendert und gegendert und gegendert und naja, gut, ich bin jetzt vielleicht auch zu alt dafür, mir das anzugewöhnen. Aber ich glaube, dass viele Leute damit einfach nichts anfangen können und es wird ja trotzdem aufgezwungen. Und ich sehe das sehr problematisch, dass man diese Menschen missbraucht, also die Menschen und ihre Flagge im Prinzip, um damit andere Leute etwas aufzuzwingen, womit sie nichts anfangen können. Und dann hast du diese Trotzreaktion. Das ist so wie bei Hogwarts Legacy, wo die Leute gesagt haben, kauf das nicht, das ist transfeindlich. Und dann kommt, jetzt kaufe ich das erst recht, weißt du, so das Zeug. Mhm, und klar. Leute reagieren dann immer sehr aggressiv und trotzig auf sowas. Und ich denke, dass der kapitalistische Missbrauch dieser Flagge eben nicht zu nichts Gutem führt, sondern eher mehr die Leute davon genervt sind und letztendlich nicht das bewirkt und das Ziel erreicht wird, was man damit erreichen will. Das ist genauso wie, man will jetzt, Entschuldigung, ist jetzt kein Vergleich, ist jetzt nur ein anderes Beispiel, man will nicht, dass die AfD groß wird, naja, dann mach was besser, dann mach was anders, dann mach eben irgendwas, damit die nicht mehr Stärke bekommen oder mehr Wähler bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass alles, was gesellschaftlich und besonders politisch in letzter Zeit hervorgebracht wurde durch entsprechende Leute, das ist alles so kontraproduktiv. Aber das ist der Kapitalismus selber ja auch. Der wird ja auch nicht wirklich irgendwas besser. Ja, ich habe das Gefühl. Da gibt es so viele Sachen, die man machen kann. Es gibt so viele Dinge, die man... Ich meine, wir haben vor kurzem so ein ganz kurzes Gespräch gehabt, wo es um die Pressemitteilung vom Bezirksamt Berlin-Neukölln ging. Und weil ich die meiste Zeit meines Lebens arm war wie eine Kirchenmaus, ich habe ja auch in Neukölln gelebt. Ich habe dort gearbeitet für wenig Geld. Und ich fand das halt krass, wie man halt einfach sagt, ja, okay, also wir stecken jetzt so und so viel Geld da rein, aber jetzt nehmen wir den Leuten, die es am nötigsten haben, den nehmen wir jetzt alle weg. Jetzt wird halt in der Schule nicht mehr sauber gemacht. Jetzt werden kaputte Spielplätze nicht mehr repariert. Jetzt fällt der Weihnachtsmarkt aus. Jetzt kriegen Obdachlosenhilfe, wird halbiert und sowas. Und das passiert alles, während das die meisten Leute gar nicht mitbekommen. Und das kotzt mich so hart an, dass wir eigentlich tatsächlich am Rande eines Abgrundes stehen. Und es scheint irgendwie niemanden zu interessieren. Naja, es interessiert schon Leute, aber was kann man machen dagegen? Ist die Frage. Es interessiert halt leider nicht eine Mehrheit. Ne? Es interessiert halt nicht eine Mehrheit. Ich glaube, was die AfD angeht, ich habe sogar das Gefühl, dass diese Geschichte gepusht wird, dass die AfD stärker wird. Manchmal habe ich das Gefühl... Meinst du, das ist Absicht? Ich habe manchmal das Gefühl, das ist schon fast Absicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so blöd sein kann. So, dass man einfach vorgibt, gegen die AfD zu gehen und sie und ihr die ganze Zeit nützt und nützt und nützt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass das einfach aus irgendeinem Grund ist, weil man es will. Ich kann mir da auch absolut keinen Reim drauf machen. Ich finde das, ich beobachte das jetzt eine ganze Weile. Wann war die Bundestagswahl, wo die AfD mit 12% eingezogen ist? Das war 2017. Und ich habe zu dem Zeitpunkt noch Facebook benutzt. Ich habe kein Social Media mehr. Aber ich habe damals noch Facebook benutzt, wenn auch noch eher zum Nachrichtenaustauschen. Und ich habe in meiner Facebook-Timeline ein ganzes Jahr vor dieser Bundestagswahl immer wieder Beiträge von wildfremden Leuten gesehen. AfD sind rechte Arschlöcher, wählt die nicht und so weiter. Und ich denke mir so, was ist die AfD? Wer ist das? Ich habe noch nie von denen gehört. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt.
Ich bin durch diese ständigen Anti-AfD-Beiträge erst darauf aufmerksam geworden, dass es eine rechte Partei gibt. Naja, Spoiler-Alarm, ich bin 50. Also ich habe schon ein paar Mal rechte Parteien in Deutschland kommen, aber dann auch wieder gehen sehen. Ja, also habe ich mich dafür überhaupt nicht interessiert. Ich wusste das nicht. Aber ich habe mir dann gedacht, als sie dann plötzlich 12% bekommen haben, dachte ich mir so, ja, woher haben die denn die ganze Werbung bekommen? Ich meine, klar, auf Facebook haben die ein Jahr lang über die AfD gequatscht und ich wusste nicht mal, dass es die gibt. Und jetzt frage ich mich, wie viele Leute die Facebook nutzen. Und das ist ja eher so, ich darf sagen, unsere Altersgruppe, darf ich das sagen als jemand, der 50, darf ich sagen, unsere? Eure, ja, aber nicht unsere. Und, ich fühle mich noch 28. Okay, du bist ja mit 40 bist du, ne? Ja. Ja gut, dann bist du ja noch ein Millennial. Dann bist du ja, ja quasi die Generation nach meiner Generation. Generation X. Ja. Ja, das ist die Generation, die die Millennials genauso hasst wie die Boomer. Ja. Und du hast eben viele 40, 50 plus Leute auf Facebook oder gehabt. Ich weiß nicht, ob Facebook überhaupt noch groß eine Sache ist jetzt. Aber es gab so viel kostenlose Wahlwerbung für die AfD. Und wenn ich heute sehe, wie viel Aufmerksamkeit die bekommen, also auch mediale Aufmerksamkeit, dann dachte ich, also da gab es zum Beispiel einen Kollege, Kurt Krömer. Ist dir bekannt, ne? Ja, klar. So, der hat eine Sendung, die geht eine halbe Stunde, die läuft auf dem RBB und da hat er immer irgendeinen Gast und dann quatscht er mit dem eine halbe Stunde in so einer Art Verhörraum, das ist das Konzept von dieser Sendung, Chess Krömer oder so heißt das, und dann interviewt er quasi Leute innerhalb von 30 Minuten, wie als wenn er die verhört, ja? Ganz komisches Konzept eigentlich. Und der hatte Gregor Gysi zu Gast. Und das war das letzte Mal, dass ich Kurt Krömer geguckt habe. Der hatte Gregor Gysi, ich mag Gysi, ja, der hatte den zu Gast. Und Gysi hat ja nun überhaupt nichts mit der AfD zu tun, wurde aber von Kurt Krömer innerhalb dieser 30 Minuten dreimal nach der AfD gefragt. Ich dachte, was läuft hier? Was ist das für ein Film? Ja, das ist genauso wie MyLab, die eine Sendung im ZDF bekommt, wo es um Wissenschaft geht. Und wenn sie auf die Bühne kommt und anmoderiert, macht sie AfD-Witze. Und ich denke mir so, was geht denn da ab? Warum müssen wir ständig über die reden? Ja. Erwin, du bist jemand, der sich sehr viel damit beschäftigt. Ich kann, und manchmal möchte ich das nicht, kannst du mir sagen, damit du auch mal was sagst, kannst du mir sagen, warum die das machen? Ich verstehe das nicht. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, es verkauft sich gut. Es klickt sich gut. Es ist praktisch, ja. Es ist praktisch Beef. Ragebait, ja, es ist Ragebait, ja. Es ist, ja genau, es ist einfach Ragebait, es ist praktisch Beef. Es ist auch, um Menschen zu zeigen, nein, nein, das sind die Bösen, ergo sind wir die Guten. Es erfüllt gleichzeitig mehrere Dinge und ich glaube, es erfüllt auch noch zusätzlich vor allem den Punkt, dass man die gesamte Opposition der neoliberalen Politik, die ja automatisch entsteht, sozusagen der Arbeiter wehrt sich, der steht dann irgendwann da und denkt sich, okay, weißt du, fickt euch alle da oben, wir haben euch gewählt, ihr habt uns nur beschissen, egal wen wir von euch wählen. Die wollen dann irgendwie einen Aufstand oder was auch immer, die wollen was ändern. Und diese Kräfte kannst du am besten bündeln, indem du eine andere rechte Partei hast, anstatt dass sie nach links gehen. Ja. Und ich glaube, dafür ist die AfD auch sehr nützlich, so, dass man den Leuten verkauft, dass sie eben eine Alternative ist, dass sie eben ein Widerstand ist, dass sie einfach eine Änderung ist. Und in Wirklichkeit bündelt man so die Arbeiterkräfte und macht aus ihnen, ja, was macht man aus ihnen eigentlich? Man macht aus ihnen nützliche Idioten, oder? Sockenpuppen, ja, nützliche Idioten, ja. Und wenn du dir... Wenn du dir heute das Internet ansiehst, ja, dann geht das halt. Also ich meine, ich finde ja kaum noch was im Internet, wo ich sage, oh, jetzt fühle ich mich bereichert. Ja? Und da muss ich auch sagen, auch Kollegen, die ich zu schätzen weiß, beispielsweise die Space Rocks, die ja zumindest versuchen, satirisch zu arbeiten und sich auf soziale Themen und auch auf Politik einzulassen, ja, da habe ich auch manchmal das Gefühl, ich werde unterhalten, aber meistens ja, erfahre ich Sachen, die ich schon wusste. Also das ist zum Beispiel wie mit dem Video Wagenknecht Exposed vom dunklen Parabelritter, das eine halbe Stunde geht oder so.
ich habe mir das angeguckt und danach war ich so, ja toll, jetzt habe ich eine halbe Stunde etwas erfahren, was ich schon wusste, nämlich, dass eine linke Politikerin links ist. Wo ist da jetzt der Mehrwert am Video, an der Information? Weißt du, was ich meine? Ich habe das halt nicht verstanden. Und Erwin, du sollst wissen, das Buch von ihr habe ich auch bei mir im Regal, ja? Mhm. Also so ist das nicht. Und das ist halt das Problem, was die Linken wahrscheinlich auch haben. Das ist jetzt meine Interpretation, wenn ich das so sagen darf. Ich hab das Gefühl, dass die Linken das Problem haben, dass sie, ich sag's mal ganz salopp, etwas führerlos umherirren. Ich habe immer das Gefühl, die Linke kommt nicht besonders weit, weil denen fehlt diese Führungspersönlichkeit, die eine Sarah Wagenknecht eindeutig hat. Die hat diese Qualitäten dafür. Mhm. Aber es gibt so viel Unstimmigkeiten und Uneinigkeiten innerhalb dieses gesamten politischen Lagers. Da hat man sich ja auch schon wie oft über lustig gemacht. Keine Ahnung, guck dir Leben des Brian an. Da sitzen die und diskutieren, ob sie jetzt Volksfront von Judäa oder Jüdische Volksfront genau. heißen möchten, während einer auf die Idee kommt, plötzlich eine Frau sein zu wollen. Ja, also denen fehlt die Führerpersönlichkeit. Also Führungspersönlichkeit, Entschuldigung für das Wort, Führungspersönlichkeit fehlt denen. Und die Wagenknecht, ich fand die einfach super, aber die wollten sie dann wieder nicht haben, weil die ist ja dann wieder, weißt du? Mhm. Und dann stellen sie eben zwei Frauen vor. Also das ist unsere neue Spitze, ja. Zwei Frauen, also hier die Henning Welso und die Wissler, heißt sie? Ja. Und ich denke mir dann so, naja, ihr seid so für Gleichberechtigung. Warum müssen es dann zwei Frauen sein? Warum kann man da nicht, ne, Equality, einen Mann und eine Frau nehmen? Ah, ist ja wieder so ein altes, traditionelles Bild, da wollen wir ja weg von. Ja, das passt dann aber vorne und hinten nicht. Ihr habt doch Sarah Wagenknecht. Ja gut, die will aber auch nicht. Ich will ja auch nicht Bundeskanzlerin werden, hat sie ja selbst gesagt. Ich habe gar keine Lust auf den Job. Ich habe das Gefühl, dass die Linke mit diesen, wo sie zwei Frauen aufgestellt hat als Parteispitze, linker sein wollten als die Grünen mit Mann und Frau an der Parteispitze. Ich habe so das Gefühl, die haben gesehen, so, oh, die Linken. Habeck und Baerbock. Ja, ja, genau, die haben so Mann und Frau. Puh, wie können wir da noch linker sein? Wie wäre es mit Frau und Frau? Ja, so, das ist der Grund, warum die Linke unter 5% ist. Ja. Weißt du, manchmal wünschte ich könnte darüber Sketche drehen, aber du kannst ja nicht vorstellen, was das dann wieder für ein, ja, die fangen dann wieder an, mit Scheiße zu werfen, weil man sich über offensichtliche Sachen lustig macht. Ich finde das schade. Also manchmal kriegt das ja, in seltenen Fällen kriegt das ja das Browser-Ballett. Ich weiß, ist Funk, aber manchmal kriegen die es hin, lustig zu sein. Aber es traut sich ja auch keiner mehr, irgendwas zu machen, auf YouTube sowieso nicht. Das ist halt, das kriegst du immer wieder hinten reingedrückt, wenn du anfängst, politische Witze zu machen. Und ich denke mir immer so, die Zeit, in der man verfolgt wird wegen politischer Witze, die haben wir eigentlich schon sehr lange hinter uns. Mhm. Oder nicht? Also meine Mutter, die kennt das noch. Das kommt wieder zurück, habe ich das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, dass es wieder zurückkommt. Und ja. Das war jetzt natürlich eine ganze Menge. So ein Konservatismus kommt zurück, auch insgesamt in der Gesellschaft. Es geht irgendwie so, aber es ist halt nicht der typische Konservatismus, der von Konservativen ausgeht, sondern es ist so eine Art Konservatismus, der von Progressiven ausgeht. Wo es dann plötzlich heißt, okay, dieses Buch müssen wir verbieten, diese Show geht gar nicht, dieser Künstler muss weg, dieses, jetzt entspricht der Regel nicht, der Moral und bla bla bla. Sowas kennt man ja von Konservativen aus den 50ern. So, wo sie, das oder 60ern, halt wo sie Beatles-Schallplatten verbrannt haben. So. Ja. Die Konservativen haben immer irgendwas gehabt. In den 70er Jahren war es die Rockmusik, insbesondere die Metalmusik, die ist schlecht für Jugendliche. Ja. Dann waren es die Skateboards, dann war es die Rapmusik. Die Rapmusik ist nicht gut für die Jugend. Mhm. Und dann kamen die Videospiele und dann ist man ganz lange auf den Videospielen hängen geblieben. Die Videospiele sind böse, da werden Kinder und Jugendliche Killer durch. Also man versucht immer irgendetwas die Schuld zu geben. Und tatsächlich ist das die meiste Zeit von den Konservativen gekommen. Mhm. Ich kenne das noch. Genau. Ich meine, viele junge Menschen in Deutschland, die haben so 16 Jahre Merkel. Und ich sag mal, was soll ich denn sagen? Ich hatte nicht nur 16 Jahre Merkel, ich hatte sogar noch 16 Jahre Kohl und das war ihr Mentor. Also das war nicht fun. Die haben sich auch drüber aufgeregt, wenn man sich über sie lustig gemacht hat, aber man dürfte sich über sie lustig machen. Das war nicht verpönt. Ja. Das hat man dann auch nicht Hetze oder sowas genannt. Das ist der große Unterschied. Und wenn ich dann an die 90er zurückdenke, wo wir halb nackt mit allen möglichen Leuten auf dem Wagen getanzt haben, irgendwo beim CSD oder Christopher Street Day, da hatten wir so ein hohes Level. Ich glaube, dass die Peak-Time
der sexuellen Freiheit. Und die verschwindet ja jetzt auch. Plötzlich dürfen weibliche Charakter in Videospielen keine Brüste mehr haben. Die dürfen nicht mal mehr gut aussehen, weil sich ja sonst irgendwelche Leute darüber beschweren. Und ich beschäftige mich ja mit Videospielen, also vor allen Dingen immer mit aktuellen Sachen. Und dann guckt man sich irgendwie so eine Trailer-Show an. Das sind ja im Prinzip, sind Gaming-Messen ja nur noch Trailer-Shows. Und dann wird das Spiel angekündigt. Und dann, ja klar, hat das natürlich einen weiblichen Hauptcharakter, der halt auch nicht unbedingt eine weiße Hautfarbe hat. Aber ja, dann ist die halt auch noch nicht so hübsch und hat halt auch überhaupt nichts Weibliches an sich, damit sich halt die hässlichen Weiber nicht drüber aufregen auf Twitter. Naja, ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich glaube, es liegt eher daran, weil man Inklusion feiern will. Ja, es ja aber Inklusion funktioniert ja gar nicht. Du kannst ja nicht sagen, wir wollen alle, ja, Inklusion heißt ja, wir wollen alle in einen Topf haben, wir wollen alle gemischt sein, aber dann werden ja Leute wieder ausgeschlossen davon, aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Sexualität, also sexuelle Orientierung, ja, also du kannst, das ist ja das Irrwitzige daran, wenn man alle Leute, wenn man echte Diversität, echte Wokeness, also ich meine, damals war Wokeness noch gut, ich meine, guck dir halt Filme an, wo das noch was Neues war, dass ein Schwarzer irgendwo in einem Hollywood-Film mitspielt. Guck dir die Leute an, die das gefördert haben. Sylvester Stallone mit Rocky zum Beispiel. Ja? Mhm. Damals war Vogue ja noch was Gutes. Und ich habe das gefeiert in den 80er Jahren, was da gemacht wurde. Jetzt ist meine Kamera weg. Ja, sorry. Da. Hallo. Hat sich ausgeschaltet. Ja, jetzt geht's wieder. Du hast mich ausgeschaltet. Ich habe dich ausgeschaltet, unabsichtlich. Mach das nicht. Ja. Und es war alles, was wir hatten, also dieses progressive und tolerante und freie und freizügige, das hatten wir alles schon mal. Aber wir hatten das in gut. Und jetzt ist das so, jetzt habe ich das Gefühl, dass man immer wieder von Freiheit und Diversität und Inklusion und all das Ganze redet, aber unglaublich viel dabei beschneidet. Ja? Eine Frau soll stark sein, Und eine Frau sein dürfen, aber auf der anderen Seite muss sie sich dann wieder aber anderen Leuten unterwerfen und sie darf nicht gut aussehen und sie darf keine Titten mehr haben und sowas. Und das widerspricht halt dem Ganzen. Und wenn ich versuche, das in irgendeiner Art und Weise in Unterhaltung umzuwandeln und das halt auch in meinen Videos, die halt von vielen Leuten geguckt werden, wenn ich das halt adressiere, dann gibt es halt einfach immer mehr Leute, die einem dann Recht geben. Aber manchmal sind halt auch Kommentare dabei, wo ich halt auch sage so, nee, lass mal du, weißt du? Also ich habe sehr viel gegen links geschossen in einem Video und dann sind die Rechten gekommen und haben, oh, hast du toll gemacht. Und dann habe ich natürlich was draus gelernt. Ja, weil man lernt im Alter auch noch was. Ich habe gelernt, okay, wenn du gegen die Linken schießt, dann regen sich die Linken auf und die Rechten kommen und jubeln. Das will ich doch auch nicht. Ja, also ich werde jetzt das Video deswegen nicht löschen, aber ich werde es in Zukunft anders angehen. Und ich habe sehr viel gelernt von einem sehr guten Freund und Kollegen, derjenige, der mich auf dich gebracht hat, O ist der Typ, wir kennen uns auch schon seit 8 Jahren, dass es immer am besten ist, wenn man sich schon über politische Lager lustig macht, dann am besten immer über beide oder über alle. Also man ist inklusiv, man macht sich über alle lustig, jeder kriegt sein Fett weg und man positioniert sich nicht. Und das ist das Witzige daran, weil ich war jetzt ein paar Tage mit Urst unterwegs. Wir waren zusammen in Dresden und haben uns beispielsweise ein paar Museen angeguckt. Und der sagte auch, wenn man sich nicht positioniert in seinen Videos, nicht klar positioniert, dann wissen die Lillis überhaupt gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die sind dann halt völlig verwirrt. Also, Moment, ist der jetzt rechts oder ist der jetzt nicht rechts? Nein, das fragen sie sich nicht. Wenn du dich nicht klar positionierst, bist du Nazi. Das ist ganz einfach für die. Echt jetzt? Ja, klar, also ich habe noch keinen... Ich habe jetzt auf das neueste Video noch keinen Nazi-Vorwurf bekommen. Ach so, ja, naja, vielleicht haben sie es nicht entdeckt. Es sei denn, jemand hat darauf reagiert und ich habe das nicht mitbekommen, was auch in Ordnung ist, weil mich das meistens gar nicht interessiert. Also es reagiert ja niemand mit Relevanz auf mich. Es sind ja immer nur so ganz kleine Leute, die völlig unwichtig sind. Und ich meine, ja, ich respektiere, dass Leute Meinungen haben und unterschiedliche Meinungen haben, aber ich muss mich jetzt auch nicht für jede Meinung interessieren. Ja, ich finde es also gut, meine, was du kannst ja nicht.
Ich finde es gut, was im Chat steht. Inklusion bedeutet nur mehr Kunden in kapitalistisch übersetzt. Das ist wirklich so. Also wenn die Darf ich einen Applaus abspielen für den? Wenn die sagen, irgendwie wir sind für Inklusion, dann meinen sie einfach so, Wir möchten möglichst viele Leute mit unserem Angebot erreichen. Das ist für sie Inklusion. Es ist einfach so, möglichst alle sollen bei uns einkaufen. Ja? Bis auf die, die bei uns nicht einkaufen können, die arm sind, aber die können sowieso nicht einkaufen und über die müssen wir nicht reden. Die sind sowieso raus aus der Gesellschaft. Ja? Das siehst du ja bei der Inklusion, da geht es ja um alles Mögliche. Da geht es um Hautfarben, da geht es um Geschlechter, da geht es um sexuelle, wie nennt man das, Präferenzen und so. Aber es geht nie um den sozialen Status, also den wirtschaftlichen Status. Ja? Um den geht es nie. So, es gibt nicht irgendwie eine Quote für arme Menschen, es gibt keine Quote für... Warum eigentlich nicht, ne? Naja, deswegen, weil ich glaube, dass all diese anderen Quoten actually davon ablenken sollen, dass es diese armen Leute gibt und dass das eigentlich das Problem ist. Ich glaube deswegen. Deswegen pushen die das ja. Und deswegen fand ich deinen Vergleich vorher nicht richtig, weil hier wird deine Minderheit... Der war auch nicht richtig. Okay, Erwin, ja, der war auch nicht richtig. Ich habe es nicht zu Ende sagen können. Okay. Ich meine, ich kann das verstehen, dass du sagst, oh, halt, stopp. Ja, das geht nicht. Das, halt, stopp. Aber ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, dass das Problem ist, dass diese Flagge ja gar nicht für sowas steht, aber dass halt mittlerweile eine Menge Meinungen gebildet wurden, die da halt darin etwas sehen, was es nicht ist. Ja, das ist das Problem, weil es wird halt immer, ich sag mal, brutaler. Ja. Ja. Aber das ist war ein Missverständnis. Erwin, sorry. Es war ein Missverständnis. Du musst dich entschuldige dich bei den Minderheiten, nicht bei mir. Also, wenn wir Wer ist denn heute noch eine Minderheit? Ich glaube, dass alle Menschen, die benachteiligt sind in dieser Gesellschaft, eigentlich in Wirklichkeit die Mehrheit sind. Aber wenn du sie partialisierst, also anschaust, jeden sozusagen in eine einzelne Schublade tust, dann sind es lauter Mehrheiten. Und wir sehen nicht, dass wir Minderheiten eigentlich in Wirklichkeit die Mehrheit sind. Also wenn wir jetzt alle Minderheiten reinziehen, Leute, die arm sind, Leute, die irgendwie so benachteiligt sind aufgrund von Sexualität, von Hautfarbe, von Geschlecht, von was auch immer, von Behinderungen, bla bla bla. Wir sind die Mehrheit, actually. Also wir sind die Mehrheit. Aber das möchte man verschleiern, indem man uns, und das hat ja Sarah Wagenknecht in ihrem Buch auch gesagt, dass einfach diese Zerstückelung so in kleine, schön abgetrennte Gruppen von Minderheiten eigentlich verhindert, dass wir uns alle zusammenschließen und zusammenhalten. Ja. Ja, ich meine, da fällt mir immer so ein schönes Beispiel ein. Und zwar so ein ganz alter Pixar-Film, einer der ersten, Das große Krabbeln. Da geht es um eine Ameisenkolonie, die von einer Gruppe, ich glaube, das sind Heuschrecken oder sowas, eine Gruppe Heuschrecken oder so, das sind, keine Ahnung, 3-4 Typen, ja, die kommen dann immer da an und sagen, hier, gib mal alle euer Essen. So. Und die Ameisen haben natürlich Angst und geben dieser Heuschreckenbande, die sind ja auch größer, sind ja größer als Ameisen, ne? Die geben denen halt das ganze Essen, so dass sie selber kaum noch was für sich übrig haben. Und dann hauen die da ab und dann sind die in ihrem Versteck und dann sagt der eine von den Heuschrecken so, sag mal, warum nehmen wir denn immer das ganze Essen weg? Wir haben ja mehr Essen, als wir essen können. Wir könnten denen ja eigentlich was übrig lassen. Und dann sagt der Anführer, es geht nicht um das Essen, es geht darum, eine Nachricht zu senden. Weil diese Ameisen, das sind mehr als wir. Das dürfen die nur niemals merken. Das habe ich damals gesehen und dachte so, wow, bumm, ja? Ja. Das ist es, ja? Ja, genau. Du musst ja denken, es ist einfach damit so. Damit die Leute nicht merken, dass sie die in der Überzahl sind, musst du die Leute klein halten. Du musst sie kontrollieren. Vor allen Dingen musst du sie beschäftigen. Genau. Und womit lassen sich Menschen am besten beschäftigen? Mit Konflikten. Richtig. Deswegen funktioniert Fußball so gut. Es ist zwar ein Sport, aber es ist im Prinzip ein Konflikt. Das ist ein ganz altes Konzept von den alten Römern. Ich habe ein soziales Experiment gemacht, also für mich mal so alleine. Ich bin in eine Sportsbar gegangen, als Fußball lief. Ich interessiere mich überhaupt nicht für Fußball. Und dann habe ich mich da, der Laden war gerappelt voll, ne? Und ich war alleine und ich habe mich zu fremden Leuten am Tisch gesetzt und gesagt, ich bin alleine, kann ich mich zurücksetzen? Ja, setze ich. Sondern habe ich geguckt, die Leute beobachtet und dann habe ich so am Ende gesagt, irgendwie ist das interessant. Früher haben die Römer Brot und Spiele gemacht. Da gab es
Ja, du konntest ins Stadion gehen, also in die Arena, und hast da zugesehen, wie sich die Leute gegenseitig umbringen. Und das hat nichts gekostet. Und dann hast du das Brot bekommen und das hat auch nichts gekostet. Und du warst abgelenkt. Und das, was du erlebt hast, da hast du dann noch Tage und Wochen drüber gesprochen. Du warst abgelenkt und du warst satt. Und heute hast du Fußball, was fast dasselbe ist, mit dem Unterschied, wenn du Fußball sehen willst, musst du bezahlen. Du musst ein Ticket kaufen fürs Stadion oder eine Abogebühr bei Sky oder sowas. Du musst immer dafür bezahlen. Und das Brot, das musst du auch selber kaufen in Form von einer, was weiß ich, Bratwurst oder Chips. Und da habe ich zu den Leuten gesagt, ist das nicht faszinierend, dass Brot und Spiele noch immer so wunderbar funktioniert und zudem auch noch erfolgreich kapitalisiert wurde und ihr dafür bezahlt, nichts zu merken? Und plötzlich wurde es still an dem Tisch. Keiner hat ein Wort gesagt. Und einer, ein junger Mann, der war so Anfang 20, der hat so beschämt runtergeguckt auf seinen leeren Teller und hat gesagt, jetzt habe ich schlechte Laune. Oh, das ist aber, schade, ja. Ja, also das ist auch, man merkt dann auch in dem Moment, die Menschen wollen abgelenkt sein. Die wollen gar nicht mit der Realität konfrontiert werden. Die wollen die Ablenkung. Die wollen den Konflikt. Und ich glaube, deswegen klickt sich so ein Drama auch wahnsinnig gut mit Freiraumreh und Shurioka und Kuchen-TV und Monte und Skurrus und was. Ich gucke das ja auch und denke mir so, das ist viel zu viel. Das kann ich gar nicht verarbeiten alles. Ja. Aber das funktioniert für alle, weil die Leute lieben Konflikte. Und ein YouTuber-Beef lief immer gut, weil die Leute lieben Konflikte. Und mit Konflikten kannst du Leute einfach immer ablenken. Richtig. Und dann werden sie niemals merken, dass sie mehr sind und im Prinzip eigentlich was ändern könnten, wenn sie in der Lage wären, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und das zu verhindern, ist, glaube ich, die Aufgabe von denen da oben. Und das erwähne ich immer und immer wieder in meinem Content, auch manchmal unterschwellig. Mhm. Und finde es dann immer schade, wenn es die Leute nicht verstehen. Und mittlerweile bin ich davon überzeugt, die wollen das gar nicht hören. Die wollen gar nicht mit der Realität, mit der Wahrheit konfrontiert werden. Das ist vollkommen richtig. Ja. Das ist ja auch der Punkt, wo man mich fragt, so, komm her, du verstehst doch, dass das alles Brot und Spiele ist. Wieso schaust du dir diese Beefs an? Wieso kommentierst du diese Beefs? Das kann doch nicht wahr sein. Sag mir mal, warum du das machst. Das möchte ich jetzt auch wissen. Genau, ich habe keine Lust, jetzt ein Video rauszusuchen bei YouTube, wo du das sagst. Genau dem Grund. Weil gerade im Chat wird geschrieben, was aber, wenn das die Menschen glücklich macht, Brot und Spiele. Genau deswegen mache ich das. Weil es macht sie glücklich. Und der Punkt ist, wenn es einen Beef gibt, kommen die Menschen gut gelaunt rein und sagen, ha, da hauen sich wieder zwei die Köpfe ein, das schaue ich mir jetzt an. Lustig, geil, ich will Spaß haben. Weißt du, warum? Warte kurz. Und ich sage von meiner Seite, pass auf. Und ich denke mir von meiner Seite, okay, gut. Das heißt, du willst diesen Beef sehen. Ich will ihn ja auch sehen. Ich finde das ja lustig. Das heißt, wir sind alle in einer lockeren, guten Stimmung. Dann nützen wir doch die Gelegenheit, wo wir uns diesen Beef anzuschauen, uns mal zu überlegen, was bedeutet das für unsere Gesellschaft, so ein bisschen tiefer in die Kritik des Kapitalismus reinzugehen, und zwar auf eine lustige Art, und uns ein bisschen anzuschauen und die Gesellschaft zu beleuchten. Und ich glaube, ich habe das gemerkt, ich kann so viel mehr Menschen erreichen. Ich kann viel mehr Menschen so zum Umdenken bewegen, indem ich einfach auf... Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und einfach erklären, was Karl Marx gemeint hat. Oder ich kann einfach auf Beefs reagieren und mittendrin einfach erklären, warum das kapitalistische System praktisch beteiligt ist an all dem, was wir hier sehen. Ich glaube, Letzteres wäre interessanter und unterhaltsamer, ne? Ja. Das ist der Punkt, warum ich das auch mache. Ja. Und das ist auch der Punkt, warum sehr viele Linke mich dann angreifen und einfach sagen so, ach, du erzählst doch gar nicht die wichtigen Werte von Genossen Marx und Engels, sondern redest da über Beef, das ist ja nicht ernst zu nehmen. Währenddessen sitzen sie da, reden über Marx und Engels und haben 10 Zuschauer und können die Nachricht schon gar nicht anbringen. Ja, genau, die können die Nachricht schon gar nicht anbringen. Ja. Und das ist der Punkt, du musst dir halt überlegen, wenn du Menschen erreichen möchtest, geh doch dorthin, wo die Menschen sind. Gib den Menschen doch, wenn die Menschen ein Beef sehen wollen, gib ihnen Beef. Ist ja kein, ich will es ja auch sehen, so ist es ja nicht. Ich finde es auch unterhaltsam. Wenn du willst, also, ja, wir können es auch streiten. Ja, genau. Siehst du, das ist genau der Punkt. Und dann solange es unterhaltsam ist, das ist der Punkt. Und solange einfach irgendwie, und das finde ich auch, ich möchte auch nicht, weißt du, ich bin auch satt, irgendwelche scheiß Marx-Lesekreise, irgendein Blödsinn. Gib mir Unterhaltung, na wirklich jetzt, so gib mir fucking Unterhaltung, unterhalte mich.
So, ja, so, ich könnte Tonsteine Scherben heute auch nicht mehr hören. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, so ist, unterhalte mich ja einfach. Du willst, dass ich dir zuhöre, du willst mir was erklären, unterhalte mich. Wenn du mich nicht unterhalten kannst, höre ich dir nicht zu. Weil wenn du mich nicht unterhalten kannst, dann hast du das wichtigste Prinzip unserer Gesellschaft nicht verstanden. Nämlich, Unterhaltung ist King. Und wenn du das nicht verstanden hast, brauchst du mir sowieso gar nichts erzählen. Also, ja, ja, so eins nach dem anderen. There's no business like show business. Genau, so ist es. Ja. Ja, so ist das. Ist traurig, aber ist wahr. Und du kannst nicht die Welt ändern. Die Welt ist so. Du musst mitspielen. Es geht dann nicht anders. Muss man halt respektieren. Das erinnert mich an Ben Hur, also den Film mit Charlton Heston, wo er zurückgekommen ist als ein Sohn Roms nach Judäa in seine Heimatstadt, also zur selben Zeit, als der Jesus darum gechristet ist. Und dann trifft er sich mit dem Statthalter, mit dem Pontius Pilatus, und erklärt ihm mal halt seine Punkte, und dann sagt Pontius Pilatus so, naja, guck mal, es gibt keine Freiheit in dieser Welt. Ein starker Mann findet sich damit ab und macht das Beste draus. Und im Prinzip ist es das. Mhm. Ich finde es halt manchmal ein bisschen schade, dass wir da nicht mit vereinten Kräften uns aus diesem Scheiß befreien können. Das werden wir wahrscheinlich nie schaffen. Ich wünschte mir, es wäre so, aber das würde halt auch bedeuten, dass ja, das Krieg ist, ne? Und dann würden viele Leute darunter auch irgendwie leiden. Und dann, ich meine, die Menschen wollen halt Sachen nicht mitbekommen, weil das Leben ist kurz. Ich kann das verstehen. Und ich glaube, ich mache meinen Content so, wie ich ihn mache, um da auch einen gewissen unterhaltsamen Aspekt zu bringen. Aber manchmal, ja, bringt man die Leute zurück in die Realität. Und ich merke dann halt auch sehr schnell, dass sie das gar nicht mögen. Ich meine, der Witz ist ja, dass man sich irgendwas Fiktives anschaut, aber das unter realistischen Bedingungen betrachtet. Das ist ja quasi der Witz daran, das ist die Unterhaltung darin, aber da kommt halt nicht jeder klar drauf. Und das habe ich auch schon vor Jahren gemerkt, aber ich höre damit nicht auf, weil es genug Leute gibt, die das halt sehr unterhaltsam finden, was ich mache. Ja. Aber dann gibt es halt wieder Leute, die dann halt ausrasten, sobald ich eine politische Nuance von mir gebe. Und ich habe mich jahrelang über Rechte und Konservative lustig gemacht und das hat keinen Schwanz interessiert. Und jetzt, wo ich mal so ein bisschen den Lillis in den Nacken haue, jetzt fühlen die sich halt sowas von offended, dass die am liebsten sofort, ne, so, ne? Also verstehe ich halt nicht. Also wie kann man so butthurt sein wegen, ich meine... It's only a game. Why do you have to be mad? Weiß ich nicht, warum die Leute so drauf sind. Naja, weil sie glauben, dass sie einfach für eine bessere Welt kämpfen und dass sie sich da auch. Das tun sie aber nicht. Ich weiß. Jetzt ist die Frage, wer sagt ihnen das? Wer sagt, Erwin, sollen wir es ihnen sagen? Na, sagst du, wer sagt es ihnen? Manchmal denke ich mir so, guck mal, du bist jetzt, wie viele Leute gucken jetzt gerade bei diesem Stream zu? 530. 530. Wie viele Leute sehen, wenn du auf Twitter was tweetest? Puh, weiß ich nicht, das hängt von Twitter. Mehr Leute? Irgendwas zwischen 1.000 und 50.000, hängt davon ab. Okay, so. Mir ist aufgefallen, du kannst auf Twitter was sagen, also du machst eine Aussage. Ich nutze Twitter nicht mehr, aber ich habe geguckt, was du schreibst. Ich habe hab Hausaufgaben gemacht, ja. Geguckt, was schreibt er da für Zeug, ja. Okay. Und was schreibt er so? Und, naja, es ist sehr interessant. Also das Irrwitzige ist, dass Twitter halt einfach eine komplett verklemmte Blase ist, wo du eine Aussage machen kannst. Die kann aus einem Satz oder zwei oder drei Sätzen bestehen. Es macht keinen Unterschied. Du machst eine Aussage und dann gibt es Leute, die bekommen akute Arschschmerzen, weil du das auf Twitter gesagt hast. Aber du bist hier in einem Stream und erreichst vielleicht nicht so viele Leute wie auf Twitter, aber ordentlich genug. Und hier sagst du innerhalb von ein paar Stunden Tausende von Sachen, die man alle problematisch finden kann. Mhm. Aber da regt sich keiner drüber auf. Doch, doch, natürlich. Also, da kennst du ja die Accounts nicht. Die schauen sich ja mal alle meine Streams an und die problematischen Sachen, die ich hier sage, schreiben sie in Zitaten zusammen und veröffentlichen das in Threads auf Twitter. Ja, ja. Am I in danger? Sicher, auf jeden Fall. Echt? Definitiv, ja, ja. Krass. Das ist also sofort die Antifa-Flagge vom Balkon runterhängen lassen heute. Ja. Das ist furchtbar. Ja, ja, das ist so. Ja, das ist, die nennen sich hier die Twitter-Stasi. Ja. Das ist diese Moralpolizei im Internet. Mhm, genau. Da fällt mir auch eine lustige Geschichte zu ein. Ich weiß nicht, ob es bei Skurrus war. Ich glaube, Skurrus, der hat in den Podcast von Lester-Schwestern reingehört. Der Rob Blubble. Ja. Ich nenne ihn immer Blubble. Rob Blubble. Robin Blase,
Ja. Habe ich auch schon mal persönlich kennengelernt. Ich weiß nicht, das war 2019, da haben wir alle das Problem mit Artikel 13 gehabt, da waren wir alle chill miteinander. Jetzt ist alles komisch geworden. Und er hatte irgendwie über Skrulls gequatscht und hatte noch am Anfang gesagt, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, sonst kriege ich eine Abmahnung. Und dann hat er natürlich was gesagt und Skrull so, Abmahnung! Dafür kriegt er eine Abmahnung! Dafür kriegt er eine Abmahnung! Ja. Und ich dachte mir so, ja, auf jeden Fall, klar. Und also, ich meine, gut, Robin Bubble ist halt, ich oute mich jetzt mal, ja. Das ist ein Typ von den Öffentlich-Rechtlichen, der schon vor Jahren maulwurfartig YouTube infiltriert hat, um YouTuber einfach zu verpetzen. Das ist, was anderes macht er gar nicht. Der macht seit Jahren als, ich glaube, WDR oder so, beim WDR war der oder hat WDR oder produziert für den WDR, als Maulwurf bei YouTube rein, um zu sagen, oh, der YouTuber ist böse und der ist schlecht und der ist auch, ach, der hier auch, das ist problematisch. Und jetzt macht er das halt mit Sternchen innen und dann sind die Leute halt happy, aber was ich habe das diesen kurzen Ausschnitt, den sich Skrulls angehört hat, ne? Es ist ja furchtbar und das machen die ja jede Woche. Wer zieht sich sowas rein? Weiß ich nicht, wahrscheinlich die gleichen Leute, die sich diesen Podcast von Böhmermann anschauen. Und was gibt es da noch für Podcasts von diesen ganzen Pseudo-Leuten? Weiß ich jetzt nicht mehr. Es gibt da ziemlich beschissene Podcasts und ich habe keine Ahnung, wer sich den Scheiß anhört, weil das ist so dumm, das ist so unfassbar blöd. Also ich habe manchmal einen Talk mit jemandem alle halbe Jahre oder so und dann lade ich da ein Video von hoch und dann geht das halt anderthalb, 3 Stunden oder so, keine Ahnung, Parabelritter ging 3 Stunden. Und da haben sich Leute darüber beklagt, warum ich so viel gesprochen habe, warum er nicht Das so, wird ja bei warum ich mir ihn auch nicht. passieren. Werden sich Leute auch beschweren, ich sag's dir. Ja. Das Problem war beim Parabelritter und ich habe nichts gegen ihn persönlich, das muss ich hier mal ganz klar, da muss ich mich klar positionieren. Ich habe überhaupt kein persönliches, verstehe mich mit dem super. Aber ich habe sehr oft kritische Themen angesprochen und da wollte er halt nichts zu sagen. Und dann muss ich halt die Brücke füllen und dann weiterreden. Wenn mein Talkgast nicht redet, weil er sich zu gewissen Sachen nicht äußern möchte, dann muss man da halt weiterreden. Ja. Der hat halt gewisse Positionen. Er möchte sein öffentliches Image bewahren, also selbst gegenüber einem, der jetzt vielleicht nicht so eine große Reichweite hat wie er oder andere Leute. Und da sagt er halt zu gewissen Sachen nichts, damit er nichts Falsches sagen kann. Ich kann das verstehen, ja, aber die Leute, die das halt für sich konsumieren, wie ein Podcast, ich meine, ich finde das sowieso alles so unglaublich merkwürdig. Du glaubst nicht, Erwin, ich sitze stundenlang in der Badewanne und stelle das alles so massiv in Frage, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Was stellst du in Frage? Ich habe schon ganz schrubbelige Eier. Naja, weißt du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gab es Leute, von denen ich überhaupt gar nicht wusste, dass es sie gibt. Habe ich alle von dir erfahren. Ich kenne jetzt plötzlich einen Haufen Leute. Wenn ich irgendwann mal einen Freiraum drehe oder eine Du Schalunka musst dir nur Dara merken. Er ist der oder einzige Wichtige. Dara, Du ja. musst dir nur Na, ihn merken. Dara ist ja auf deinem Discord Public Enemy Number One. Das habe ich schon Naja, mitbekommen. Aber nein. Die Leute machen sich ja, ein also bisschen lustig über ihn. Ja. Spaß, ja, aus Spaß Ja, ja, gesagt. Ja, 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 klar, ja, ja. es wird Niemand massiv lustig, aber ja. nimmt ihn ernst, glaube ich, bei uns. Ich glaube nicht. Damit Ja, aber ne, da ein Enemy Number One ist, müsste man ihn ernst nehmen, das möchte ich sagen. Ich glaube, niemand nimmt ihn dann ist er halt actually ernst. ein Lemony. Ja, ein Lemony Was ist Number One. das? Keine Ahnung. Das habe ich mir gerade aus. Ich Ach dachte so. mir, ich denke mir Sachen aus. Das ist mein Beruf, mir dämliche Sachen auszudenken. Ein Lemony. Wahrscheinlich Ableitung von Lemon, also eine Zitrone. Okay. Also Zitrone, ne? Das kann man jetzt so und so deuten. Ich habe auf gar keinen Fall, und das möchte ich bitte, wenn irgendjemand über diesen Talk zwischen uns beiden, der heute hier jetzt gerade stattfindet, ich habe nicht einmal TikTok gesagt. Da muss ich aufpassen. Ja, also zum Beispiel Freiraumreh. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Ich habe das auch schon bei anderen Leuten gesehen. Ich habe auch mal so eine Knalltüte gehabt. Der hat Videos über mich gemacht, hat mich da auch irgendwie durch den Dreck gezogen. Und naja, sollen sie alle machen. Es gibt Leute, die streamen auf Twitch in Deutschland, frühmorgens, unter der Woche. Um 9 oder um 10 machen die Montag, Dienstag, Mittwoch mal den Stream an. Ja, dieser Und Nemesis haben zum 1000 Beispiel. plus, Ja. 1000 plus Leute. Ja, gut, das hat er nicht. Und was ist denn das für ein. Wer guckt denn Vormittagsstreams? Wer guckt denn morgens Livestreams? Wer hat denn morgens Zeit für Streamer Streams? wie ich zum Beispiel.
Weil ich streame, ja ich streame in der Nacht und dann in der Früh wache ich auf und dann so gehe ich zum Beispiel Basketball spielen. Du schläfst doch morgens um 9 noch, oder? Na, in letzter Zeit nicht. Und da wache ich auf und dann so um 10. Du wachst immer auf, weil Leute Steine durch deine Fenster schmeißen. Genau, genau, die Antifa, ja. Und dann um 10, 11 gehe ich dann Basketball spielen und währenddessen höre ich mir doch gerne so Nemesis an zum Beispiel. Oder, ja, genau. Mhm. Und dann, aber wer sonst da schaut, das ist die Hälfte von seinem Stream sind Leute von mir hier. Ja, und ich wollte heute auch mal früher streamen, um zu schauen, wie das ankommt. Habt ihr nichts zu tun, oder? Warum haben Leute Zeit, vormittags sich Streams anzugucken? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, weil sie Nachtschicht arbeiten. Vielleicht, weil es gibt ja Leute... Na, wer Nachtschicht arbeitet, der schläft um 9. Es gibt ja Leute, wenn ich am Abend streame, die sitzen in der Arbeit und schauen mich. Ich kriege so, Fotos zugeschickt von Leuten, die so sagen, schau, ich sitze in der Arbeit und schaue dich gerade, ja. Ich sehe das Beste, ja, was man machen kann. So ich habe schon mal mitten in der Nacht einen Stream angemacht mit dem Titel: Dieser Stream ist nur für Leute, die jetzt arbeiten müssen. Ja. Und tatsächlich hat einer gesagt: Ja, ich sitze jetzt hier die ganze Zeit alleine in so einem Raum und muss jetzt hier aufpassen, dass niemand reinkommt. Und das passiert fast gar nicht, weil es ist halt nachts und da gucke ich jetzt deinen Stream, ja. Also, du hast hier jetzt die Antworten. Da steht. Ich werde von den Streamern bezahlt, so zu schauen. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Es gibt Studenten, Schüler, Rentner, Arbeitslose, die schauen in der Früh. Arbeitslose, ja. Dann Kapitalisten wahrscheinlich. Kapitalisten wahrscheinlich, ja. Weil die müssen ja selber nicht arbeiten. Die schauen in der Früh. Dann gibt es auch Leute, die Archie sagt, einfach um es nebenbei laufen zu lassen, damit man sich nicht so alleine fühlt im Homeoffice. Genau, das ist ja bei mir auch sehr oft so, wenn ich zum Beispiel... Oh, du glaubst gar nicht, wie oft du bei mir im Hintergrund läufst. Ja, genau, genau, das mache ich auch so. Das darf ich auch keinem sagen, sonst würden mir hier Sachen unterstellt, ja. Also ich lasse manchmal, also ich mache es dann hier, also ich bin hier jetzt in meinem Büro und dann mache ich halt, gucke ich, ob jemand live ist und dann sehe ich so, ach, hier, Erwin ist live, mach mal an. Das ist jetzt sowieso auch, das ist, da wird dann halt eine Menge gequatscht und dann denke ich mir so, ja, okay, wenn es interessant ist, dann bleibe ich halt mal dran, so wie vorhin zum Beispiel, da war was mit Gronkh, das musst du mir noch erklären und wenn es halt gerade so ein bisschen allgemein ist oder so, dann gehe ich halt, keine Ahnung, ins Wohnzimmer und mache da irgendwie was oder esse was oder so, aber ich lasse das halt irgendwie laufen nebenbei, klar. Genau, nicht, genau, weil ich irgendwas, nicht, weil ich ein Gedudel brauche, manche Leute machen das ja, weil sie Gedudel brauchen, sondern einfach, damit ich Sachen mitbekomme. So, dass ich könnte auch einen Fernseher anmachen und 24 Stunden Nachrichten laufen haben, aber das mache ich nicht, weil die erzählen uns eh nur Quatsch. Mhm, ja, ja, klar. Also, ich sitze auch manchmal hier und keine Ahnung, erstelle Thumbnails, fülle irgendwelche, so wie nennt sich das, ja, die Tags für YouTube aus und sortiere meine Sachen, bearbeite irgendeinen Scheiß online so und nebenbei lasse ich einfach einen Stream laufen. Und höre mir einfach einen Streamer nebenbei. Was soll ich sonst machen? So, ja. Ich habe ja keinen Bock, mir da jetzt alle 5 Minuten ein neues Video auf YouTube rauszusuchen, sondern ich möchte einfach etwas, was im Hintergrund läuft, wie Fernsehen praktisch. Aber, ja, ich kenne das von früher aus den Hotelzimmern, wenn man früher auf Tour war. Ich war früher mal auf Tour. Ich habe vor YouTube schon Influencer-Zeugs gemacht. Man war auf Tour. Und man war in Hotelzimmern in fremden Städten, wo man niemanden kennt, wo man jetzt auch nicht unbedingt um die Häuser laufen muss. Man ist im Hotelzimmer ein paar Stunden, man hat sich immer die Glotze angemacht. Immer. Im Hotelzimmer das erste so, bumm, Fernseher an und dann hat man das einfach laufen lassen, ob man jetzt in der Dusche war oder im Bett liegt oder was gelesen hat oder so. Man hat immer die Glotze laufen gehabt. Damals, in Hotelzimmern. Immer. Ja. Das war Standard. Ja, das kenne ich. So war das früher bei mir auch. Ja. Früher Fernseher laufen lassen, jetzt ist Fernsehen halt unaushaltbar. Das kann man sich ja gar nicht anschauen. Konnte man schon wahrscheinlich damals nicht. Aber ich glaube, Fernsehen war früher mal seriöser, fuck it. Also Fernsehen war, wenn es war seriöser, vor allen Dingen, bevor das Privatfernsehen in Deutschland angelaufen ist, in den 80ern. Genau. Das deutsche Privatfernsehen, das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja fast überall, ist ja alles von den Amis kopiert. Alles, ja. Also da habe ich direkt Ende der 80er bei Sat.1 das Glücksrad, das kenne ich aus dem amerikanischen Fernsehen, Wheel of Fortune. Mhm. Ja, oder alle Shows, sogar die Shows 1:1, ne, alles übernommen. Ja, ich kriege öfter den Vorwurf, ich habe ja was von einem Amerikaner, also ich mache ja dasselbe, was ein amerikanischer Kanal macht. Und da kriege ich sehr oft so Vorwürfe, ja, so, hey, du hast es die von dem geklaut. Ich sage, Bro, wir sind hier auf YouTube, die meisten Leute machen hier dasselbe. Ich mache etwas, das nur wenige machen. Was willst du von mir? Ja. Ja,
Ich meine, du machst ja auch jetzt, klar, quatschen, reacten, das machen halt auch viele, aber das macht keiner so, also so wie du. Mhm. Du bist halt tatsächlich, also gerade in dem Bereich, wenn es ums politische Spektrum geht, bist du halt ein ziemlicher Einzelkämpfer auf Twitch. Und da muss ich halt mal auch meinen Respekt aussprechen, weil da hängt wahrscheinlich auch eine Menge Stress und eine Menge Risiko dran. Und ich bin auf jeden Fall froh zu wissen, dass ich nicht alleine bin. Ich habe immer gedacht, ich bin alleine, weil keiner macht die Fresse auf. Und dann sagt mir Urst, der die Fresse aufmacht, aber der hat leider nicht so viel Reichweite und der macht ja auch mehr mit Filmen und so, der sagte so, ja, hier, Proletopia, guck dir den mal an, der zieht die Woken alle durch den Wolf. Und ich dachte mir so, ja, okay, gut, alles klar. Dann habe ich das gesehen und festgestellt, ah, es gibt doch noch einen vernünftigen Menschen hier. Naja, also ja. Ich muss sagen, als ich angefangen habe zu streamen, ich habe mich auch gerichtet nach Hassanabi, Wosch, diese ganzen Leute, habe sogar von ihnen irgendwie diese Talking Points übernommen, habe von ihnen so ja. Diese Argumente und die Art, wie man reagiert und so. Also am Anfang kopiert man immer ein bisschen, ja, und dann mit der Zeit wirft man was ab und dann findet man so eine ganz eigene Art und dann braucht man das nicht mehr. Also so, dann ist man einfach mein Selbst. Irgendwie. Aber du brauchst irgendwie so wie eine Trägerrakete, so. Die du dann abwirfst. Ja, ja, habe ich auch so. Ich habe am Anfang auch mich sehr stark an die Originale orientiert und dann habe ich über Zeit halt mein eigenes Ding halt entwickelt. Und es ist halt immer noch eine Sache, die zwar andere Leute schon vor mir gemacht haben, aber eben nur sehr wenige. Auf einer Plattform, auf der die meisten Leute dasselbe machen, sei doch mal ganz ehrlich. Also ich meine, machen doch alle dasselbe. Gerade im Gaming-Bereich. Ich habe neulich, ich habe neulich ein Video rausgehauen, das ist mittelmäßig gelaufen, also weder gut noch schlecht, das war okay, ich war zufrieden. Und das ist in den Trends gelandet, also in den Gaming-Trends. Jedes Mal, wenn ich ein Video raushaue, landet das in den Gaming-Trends. Und dann habe ich da drauf geklickt, um zu sehen, was ist denn gerade in den Gaming-Trends. Und ich war erschrocken, weil die Gaming-Trends bestanden eigentlich immer aus demselben Scheiß. Mhm. Also Minecraft, Roblox, so das ganze Kinderzeugs. Das ist heute auch noch so, aber mittlerweile ist die Hälfte der Gaming-Trends besteht nur noch aus Kurzvideos. Ja. Ja? Ich schaue Gaming gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich setze mich mal so hin, so. Ja. Gang, Gang. Oh, Proletopia. Glatze, so gut. Glatze, so gut. Yes, yes, yes. Ey, aber du würdest so viel Kohle damit machen, hey. Du würdest, ich will ja, das ist das Problem, ich bin ja Antikapitalist. Und Leute immer so, mach mal mehr Videos. Ich sag, Junge, wenn ich mehr Videos mache, dann verdiene ich mehr Geld. Und jetzt kommt ein ganz krasser Take, das glauben mir Leute immer nicht, ja. Das will ich nicht. Pass auf, Erwin, ich werde jetzt 50. 45 Jahre meines Lebens hatte ich einen Scheiß. Ich habe als junger Mensch gearbeitet, oftmals für viel zu wenig, oftmals auch für gar nicht. Ich bin ausgenutzt worden, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich es cool fand, da zu arbeiten. Ich hatte die meiste Zeit meines Lebens kein Geld. Ich habe im Jugendheim gelebt, da haben wir nichts zu fressen gekriegt. Ich habe auf der Straße gelebt, ich war anderthalb Jahre Nomade. Ich bin zum Militär gegangen, damit ich nicht auf der Straße verrecke. Und jetzt verdiene ich mal was auf YouTube und da sind Leute neidisch drauf. Und werden richtig fucking hässlich. Und ich denke mir dann so, leck mich doch alle am Arsch. Ich mache das, was ich mache und ich bin mit dem, was ich bekomme, zufrieden und ich will gar nicht mehr. Und jedes Mal, wenn einer kommt, und glücklicherweise habe ich das schon sehr lange nicht mehr hören müssen, jedes Mal, wenn einer kommt und sagt, du bist ja geldgeil, du bist ja klickgeil, werde ich sauer. Ja, ich werde sauer. Ja, das weil ich will das schon. Nicht. Ich will das nicht. Aber das ich kann damit auch gar nicht umgehen. Was will ich denn mit dem ganzen Geld machen? Ja, aber das ist ja alles Blödsinn. Guck mal, Erwin, ich hab über 10 Jahre meines Lebens. Was willst du mit Geld machen? Warte kurz, ich kann dir sagen, was du mit Geld machen willst. Ich kann dir sagen, was ich mit Geld mache. Leben. Ja, dir spenden. Überleben. Einfach überleben. Einfach. Ich hätte jetzt gesagt, spenden. Na, einfach eine Wohnung haben, einfach was zu essen haben und im Endeffekt, du musst es dir einfach so vorstellen, ja. Das mache ich jetzt seit einem Jahr übrigens. Du musst es einfach, Jahr lebe ich. Du musst es dir einfach so vorstellen. Wenn ich jetzt, Gott bewahre, krank werde und nicht streamen kann, habe ich kein Einkommen. Richtig, weil gar als kein Streamer Einkommen. Hast du nämlich das Problem, ich als Streamer hast du im Gegensatz, guck mal, bei YouTube kannst du ein Video machen und wenn die Videos
zeitlos und nachhaltig sind, ich nenne das mal so, weil Leute gucken teilweise Videos, die sind Jahre alt bei mir, einfach weil sie das Spiel gerade gespielt haben. Bei mir laufen die Videos immer, die Leute gucken immer bei mir. Mhm. Ich kann 2-3 Monate kein neues Video machen, ich kriege trotzdem Geld und kann davon meine Sachen bezahlen, weißt du? Und deswegen will ich jetzt auch nicht unbedingt mehr, aber das geht halt, es geht. Ja. Und das geht jetzt vor allen Dingen auch seit einem Jahr, aber die Sache ist halt, dass ich jetzt einen Faden verloren habe. Ja, ich wollte auf noch eine Sache wollte ich eingehen, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, dass ich mit meiner politischen Position ziemlich alleine dastehe und ziemlich viel irgendwie Hate abbekomme und hin und her. Das stimmt, du hast recht, aber es hat auch einen Vorteil. Ja. Ich habe eine, kapitalistisch gesprochen, unique selling proposition. Das heißt, du kriegst keinen zweiten. Das heißt, mir gehört deine ganze Nische alleine. Ich teile es mir nicht mit anderen, Punkt 1. Und Punkt 2, was noch viel interessanter ist, dafür, dass ich ein kleiner Streamer bin und eigentlich keine Reichweite habe, komme ich scheiß weit. Also sozusagen so Kuchen-TV, Skurrows, so man ist irgendwie vernetzt mit diesen Leuten, die so, wie sagt man, die Einzel-League des ganzen Deutsch-Online-Games sind. So, man hat es geschafft, dorthin zu kommen, obwohl ich so der urkleine fucking Streamer bin und überhaupt keine Klicks habe oder irgendwas. Ja? Und genau. Und wenn du nicht streamst, also ich habe als YouTuber, ich kriege immer meine Klicks. Also das sind die Vorteile. Wenn ich nichts mache. Ja. Aber wenn du nicht streamst, das ist der große Nachteil als Twitch-Streamer. Jede Minute in deinem Leben, die du nicht live bist als Streamer, hast du 0 Zuschauer. Und ohne Zuschauer bist du nix. Und deswegen ist Twitch-Stream wieder eine ganz andere Kiste als YouTube, weil da kannst du ein paar Videos machen, die Leute nach Jahren immer noch gucken und kannst dann einen Monat die Beine hochlegen und kriegst trotzdem Geld. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich die ganze Zeit Sachen hochlade. Also ich lebe ja von Twitch und von YouTube. Das heißt, ich lade ja auch jeden Tag ein Video hoch. Kannst du dein Zeugs monetarisieren bei YouTube? Ja, sagen die da, ja, ich monetarisiere alles. Ja. Das ist gut, das freut mich. Klar. Das freut mich zu hören. Oh, ich bin ja sehr familienfreundlich. Außer, dass ich ein paar Mal Scheiße und Ficken sage und Fisten und solche Sachen. Sagst du das tatsächlich nur ein paar Mal? Ja, es gibt Videos, wo ich sogar gar nicht schimpfe, wenn es irgendwas Ernstes ist. Aber wenn es irgendwas, also ich habe früher viel geschimpft in meinen Videos, aber dann hat YouTube gesagt, stop. Du, nein. Du darfst in den ersten 10 Sekunden nicht schimpfen, alles andere ist egal. Also das funktioniert mal so, mal so. Also, ne? Also die ersten 16 Sekunden sind critical, ja, genau, weil am Anfang ist immer die fette Werbung und manche wollen dann halt nicht gleich mit irgendwelchen komischen, ne, so. Genau. Aber das kann auch, wenn du jetzt das ganze Video, also wenn ich 30 Minuten durchschimpfe, dann wird das halt auch nicht werbefreundlich sein. Ja. Ja, und ich sage dann nicht mal irgendwas beleidigend, sondern ich sage halt nur irgendwelche Schimpfwörter. Ja, ficken, fisten, irgendwas, keine Ahnung. Das, ja. Ich war erstaunt. Ich habe einen Kollegen, der hat ein Video gemacht. Da ist das N-Wort drin gewesen und es ist nichts passiert. Das ist ja, laut YouTube ist das ja komplett verboten. Also das darfst du ja nicht mal selbst sagt YouTube, was die sagen und was sie machen, sind wieder zwei verschiedene Sachen. Ist wie bei der Ampel. Entschuldigung. Der hatte ein Meme eingebaut, wo einer sagt, wo ein Schwarzer halt das N-Wort benutzt. So. Und da ist nichts passiert, obwohl YouTube sagt, N-Wort ist bei uns verboten, selbst wenn es zum Narrativ gehört. Das heißt, die bekannte Szene aus GTA 5 vor Franklins Haus, those who knows, weißt du, da wird das N-Wort gedroppt, das kannst du halt auf YouTube gar nicht mehr hochladen, ohne Ärger zu bekommen. Okay. Ja, und der hatte das halt einfach so unterschwellig da drin, wahrscheinlich nicht mal mit Absicht, hat es auch nicht rausgebliebt oder sowas und ist halt nichts passiert. Ja, es ist ja auch nicht so schlimm. Es ist wirklich, ich habe manchmal Videos, da schimpfe ich die ganze Zeit durch und ich kann es monetarisieren. Es ist wirklich nicht problematisch. Mit YouTube, finde ich. Ja. Es ist, ja. Man macht sich da sehr viel Aufwand. So, die ganzen Rechten sind lustig bei der Sache. Die piepen sich selbst die ganze Zeit aus. Über die möchte ich mit dir kurz sprechen, über die Rechten. Ja. Da habe ich nämlich eine Position, die ich sehr gerne die ich sehr gerne adressieren möchte. Ich habe ein paar von den Leuten angeguckt. Es gibt rechte Meinungsblogs, die nennen sich Satire. Ja, also es sind aber rechte Meinungsblogs. Es ist keine Satire. Sie benutzen Satire quasi nur als Schutzschild. Das Problem, was ich dabei habe, ist,
dass wenn Rechte ihre Meinungsblogs veröffentlichen, das sollen sie ja tun, aber sie sollen aufhören, das Satire zu nennen, weil das Argument, ja, du benutzt Satire ja nur als Schutzschild, das ist ja gar keine Satire, das ist ja voll die krasse Meinung, das muss ich mir wegen solchen Leuten auch ständig anhören. Das geht mir auf den Sack. Ich habe schon überlegt, ob ich einmal in so einen rechten Talk reingehe und denen das sage, hört auf, eure Scheiße Satire zu nennen. Ihr macht euch drüber lustig, ja, aber das ist keine Kunst, was ihr macht, sondern es ist eine rechte Meinung, die dürft ihr haben. Aber hört auf, das Satire zu nennen, weil das zieht Leute in den Dreck, die wirklich Satire machen. Und wenn das jetzt irgendeiner von euch hört, hört auf mit der Scheiße. Sonst komme ich und dann gibt's, keine Ahnung, schmier ich euch Butter in die Ritze und das ist unangenehm. Ich glaube, wenn du meinst, als rechter Streamer der oder als rechter Content Creator, der sich hinter Satire versteckt, seine rechten Meinungen, meinst du Jan Böhmermann, oder? Die meisten verstecken sich ja so, dass man nicht mal eine Kamera hat. Du siehst ja nicht mal die Hackfressen von denen. Achso, ich dachte, also, du meinst Jan Böhmermann, alles andere. Ja. Das ist eine Sache, da gibt es den Ketzer der Neuzeit, den finde ich, ich klinge jetzt mal wie so ein Lilly. Ich finde den problematisch. Aber der zeigt wenigstens sein Gesicht. Das machen die meisten nicht. Und es gibt auf der linken Seite auch mehr als genug Hassfressen, die halt darauf verzichten, ihr Gesicht zu zeigen. Es sind sehr viele Leute, die eine sehr starke Meinung haben. Und das ist vollkommen okay. Die soll jeder haben dürfen und die soll jeder äußern dürfen, egal was sie ist. Aber zeigt eure Scheißfresse und steht dazu, in Person zu der Meinung. Und hört auf, das als Unterhaltung zu verkaufen, wenn es keine ist. Ja. Und das geht mir bei den, gerade besonders, wie gesagt, sind nicht nur die Rechten, es sind auch mehr genug Linke, die sich hinter irgendwelchen Avataren verstecken. Aber das ist mir bei den Rechten aufgefallen. Die sind hier auf Twitch, die sind auf YouTube. Das sind auch Leute, die haben mich nach dem einen Video angeschrieben, oh, kommst du mal bei uns zum Talk? Nee. Und dann mache ich weiter. Schwurbel hier, Schwurbel da, Schwurbel tralalala. Und dann liest er in den Kommentaren, du bist ja voll der AfD-Wähler. What? Ja, das ist ja Also, wenn, und sobald Leute wissen, dass ich alt bin, viele wissen das ja gar nicht, weil du siehst mich nicht in den Videos. Da, ne? Aber ich stehe halt mit meiner Meinung, stehe ich mit meinem Gesicht, stehe ich mit meiner Meinung. Nee, wie sagt man das? Mit meiner Meinung stehe ich mit meinem Gesicht. So. Mhm. Aber meine Videos sind ja keine Meinung. Sie sind Unterhaltung. Die Leute denken, das ist was mit meiner Meinung zu tun hat, was ich in meinen Videos sage. Das ist nicht der Fall. Du, die Zukunft wird... Das ist Unterhaltung. Die Zukunft wird sowieso aus AI-Streamern bestehen, denen du einfach sagst, okay, komm, erzähl irgendwas gegen den Kapitalismus, Bro. Und ich gehe einfach irgendwo saufen und der sitzt hier. Yes. Genau. Und er sitzt hier einfach und erzählt einfach so, wir müssen den Kapitalismus, blablabla, irgendwas, ja. Und dann, ja. So. Ich werde da mal was ausarbeiten. Das ist auf jeden Fall inspiriert. Das ist nicht zu fassen. Nee, also das ist der Punkt, wo ich sage, also ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn Leute ihre Meinung äußern und die können von mir aus auch rechts sein, die können von mir aus links sein. Das muss man nur auf einer vernünftigen Ebene tun. Und entweder macht man Satire und Satire heißt, dass man sich nicht politisch positioniert, weil da ist mein großes Vorbild einfach Monty Python, tut mir leid, und die haben auf alle geschossen, die haben alle durch den Kakao gezogen. Ja. Ja, wenn du Satire machst, dann bist du nicht fest positioniert, aber das verstehen viele Leute halt. Und viele verstehen, ich habe so ein bisschen das eine Video gemacht, wo ich tatsächlich auch mit einer gewissen Absicht auch rechts klingen wollte und gedacht habe, dass die Leute das merken, dass ich in einer Art In-Character bin, weil ich habe das ganze Video über so gesprochen. Das ist kaum zu glauben. Ich habe die ganze Zeit so mit verstellter Stimme gesprochen, um halt auch ein bisschen zu verdeutlichen, dass ich hier tatsächlich nur in so einer Art Character bin. Und dann steht in den Kommentaren, bist du krank? Was ist mit deiner Stimme? Und dann merke ich plötzlich, die Leute verstehen das nicht. Ja. Und dann gucke ich, du kannst ja bei YouTube in den Kanalstatistiken, in den Analytics, kannst ja dann quasi gucken, was hast du für Zuschauer, wie viel Prozent sind männlich, weiblich, divers, wie viel Prozent kommen woher. Und das ist sehr interessant, das habe ich jetzt mit Ost gemacht. Was gucken die Leute noch so? Du kannst gucken bei YouTube, was gucken deine Leute noch so? Was guckt dein Publikum sonst noch so?
was für Kanäle und was für Videos gucken die Leute, die auch dich gucken. Und da musste ich feststellen, ich habe ein absolutes Mainstream-Publikum. Und dann ist das halt so. Urst hat überwiegend so Filmtypen, ne, so Filmleute. Ich habe Mainstream-Publikum. Bei mir gucken die Leute Hand of Blood, GameStar und andere Sachen, wo ich losweinen möchte. Aber dann ist das halt so. Aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum nicht jeder eben jeden Joke versteht. Aber dafür kann ich ja nichts. Weißt du? Aber ich werde immer wieder dafür verantwortlich gemacht. Also du, die andere Leute denken oder fühlen, ist, das ist halt so, ja, das ist, ich kann es nicht mehr hören. Die Leute sind ja so im Internet, das ist wirklich eine Tatsache. Es gibt Leute, die checken gar nichts, die checken keinen Humor, die checken einfach nichts und das ist halt okay. Damit muss man, das muss man bei akzeptieren. Leuten, das muss man akzeptieren. Bei manchen Leuten ist das halt auch nachvollziehbar, weil die haben dann medizinisches Problem. Es gibt Leute, die sind, die haben Asperger-Autismus. Ich kenne das selber. Ich kenne selber Leute, die haben leiden unter Autismus. Die können das halt nicht verstehen. Die verstehen auch nicht unbedingt Satire und Ironie. Aber deswegen, ne, sage ich ja, hier guck, das soll nur Spaß sein. Das steht jetzt am Anfang eines jeden Videos. Das dient nur der Unterhaltung. Aber gut, dann gibt es halt wieder Leute, die nicht lesen können oder die das Intro überspringen oder was weiß ich. Und da gibt es vielleicht eine Menge Sachen, wo man Unmut äußern kann und Unzufriedenheit. Und ich will jetzt auch da nicht den Eindruck erwecken, als würde ich rumjammern wollen. Das Problem ist aber, dass es gefühlt zunehmend schlimmer wird. Und dann kommt noch das Ding, dass YouTube sogar von selbst mittlerweile ja Kommentare löscht. Ich weiß nicht, ob du sowas mal hattest, aber Leute schreiben was und das wird dann von YouTube gelöscht. Das kriegt man selber gar nicht mehr mit. Und das wird dann dir vorgeworfen, dass du eigentlich zensierst. Das wird dann einem vorgeworfen, genau. Ja. Wieso ist mein Kommentar von vorhin weg? Du zensierst, bla bla bla. Und das Ding ist halt, ich gehe auf sowas gar nicht ein. Also ich äußere mich halt nicht dazu, weil wenn man das einmal macht, dann wird man immer auf das festgenagelt, was man dann sagt. Weil alles, was man sagt, wird gegen einen verwendet. Und ich glaube, wenn das einer kennt, dann bist du das, ne? Also ich habe ja ein paar Sachen schon mitbekommen. Da bist du ja auch auf irgendwelche Tweets oder Aussagen von irgendwelchen Leuten völlig fehlinterpretiert worden und völlig festgenagelt worden. Ich meine, wie gehst du damit um? Ich meine, wie schläfst du damit nachts? Du schläfst offensichtlich nicht viel, weil bist dann halt morgens um 9 Uhr schon wach. Aber wie gehst du persönlich damit um? Weiß ich eigentlich gar nicht. Kannst du sagen von dir, du hast so ein dickes Fell, dass dich das nicht berührt? Na, ich bin sauer. Ich bin die ganze Zeit sauer. Ich habe so ich das bin die ganze ich, Zeit ich hab das nur. Ja. Ich habe das Gefühl, so ich will allen in die Fresse hauen, so, weil ich mir einfach denke, aber nicht wegen sowas. Sowas ist mir vollkommen egal, sondern so, wenn du irgendwo hin, so keine Ahnung, du bist auf Twitter oder irgendwas, du schreibst irgendwas und dann kommt einer rein und sagt so irgendetwas, wo du dir denkst, Alter, wenn du mir das ins Gesicht gesagt hättest, Junge, 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 wäre das schlecht für dich ausgegangen. Und hättest du dem eine gewischt? So, weißt du, wovon ich rede? Und so, so etwas aber dann zu sehen, dass das aber so im Internet passiert und du kannst einfach nichts machen, das ist etwas, was irgendwie so, wo man sich denkt, okay, ich lese keine Nachrichten mehr. Ja, ich will einfach nicht. Ich mache das auch nicht. Ich will einfach nicht. Ich poste einfach meinen Scheiß und dann weiß ich einfach, es gibt Post and Ghost ohne Scheiß. Post and so, Ghost, ich will es einfach nicht wissen. Mach ich auch. Es ist mir egal, weil sonst werde ich nur aggressiv, umsonst brauche ich nicht. Ja, weil. Aber ist das nicht. Ja? Ja, vor allem so, das ist einfach so das, was mich ärgert. So, du bist anonym und du weißt es und spielst einfach so das größte Arschloch possible einfach, weil du anonym bist und du weißt so, ich komm dich nicht holen. Ja? Würdest du sie holen, wenn du könntest? Naja, manche werde ich eh holen. So ist es nicht. Also manche, die... Darf ich dir dabei helfen? Gerne. Also ich habe ich war Security, ich habe Militärausbildung. Ach so, nein. Ich meinte, ich hole sie rechtlich. Ja, das sowieso. Ich kenne Anwälte, ganz viele. Ja. Oh, sehr gut. Siehst alle du, so kannst du mir helfen. Siehst du? Ja, klar. Ich habe zum Beispiel. Prügeln werde ich keinen. Also das ist nicht der Punkt. Nein, das darf man ja auch gar nicht. Das ist verboten. Was macht man nicht? Richtig. Das ist eine Straftat. Richtig. Darüber redet man auch nicht. Das ist gegen TOS. Nee, was ich meine ist, wenn mir einer im Real Life begegnet, ich sehe aus wie ein Türstopper, ja, ziemlich groß und breit. Und ich bin erstaunlicherweise schon sehr oft von Leuten erkannt worden im Real Life. Ja, ich bin schon sehr oft erkannt worden, aber ich habe das noch nie gehabt, dass irgendeiner irgendwas Komisches zu mir gesagt hat im Real Life. Das machen die Leute ausschließlich im Internet. Ja, klar.
Ja, natürlich. Und das ist halt das Faszinierende, dass im Internet verhalten sich die Leute so unglaublich irrational. Und wenn du versuchst, das Internetverhalten im dir quasi im Real Life, also rüber zu reflektieren, dann ist das so ein Schwachsinn. Und dann weißt du auch, warum das keiner macht im Real Life, weil es absolut keinen Sinn ergibt. Da gibt es diesen tollen Joke, dass einer irgendwo ein Angebot an das schwarze Brett heftet. Ja, ich biete an Gitarrenunterricht, bei Interesse anrufen. Mhm. Ja, und Internet ist halt so, dass jemand dieses Angebot hängen sieht und dann anruft und sagt, ich will aber keinen Gitarrenunterricht. Ja, ja, voll, absolut, ja? Genau das. Das ja. ist so, ich weiß noch, wo Game of Thrones, wo die finale Staffel Game of Thrones lief, da gibt es Leute, die haben das geguckt, die waren da drin, die waren aufgeregt, ja, über das Finale. Und dann gab es Leute, die das halt nicht gucken. Okay, ist doch cool, ja. Und dann schreibt man auf Twitter was über Game of Thrones und dann schreiben Leute drunter, ja, ich gucke kein Game of Thrones. I don't fucking care, ich tue es. Wie respektlos ist das? Ich kenne Leute, die gucken Fußball. Ich gucke keinen Fußball, aber ich habe Freunde, die gucken Fußball. Und wenn die auf Social Media posten, ja, hier, guck mal hier, vorwärts und so. Und ich schreibe dann so drunter, ich gucke keinen Fußball, dann sagen die doch auch, ist der doof oder was? Mhm. Das macht man nicht, das ist unhöflich. Aber im Internet kannst du dir einfach alles erlauben. So, aber es macht im Real Life keinen Sinn. Versuch dir das mal im Real Life vorzustellen, ja. Absolut. Das ist Wahnsinn, ja. Das funktioniert halt nicht. Aber ich finde das schön, dass du funktionierst. Aber jetzt sehe ich, dass die Zuschauerzahlen droppen. Das heißt, ich muss raus. Ja, und ich muss aufs Klo. Ja. Und ich muss aufs Klo. So ist es. Echt jetzt? Ja, wirklich. Konntest du nicht vorher gehen? Das ist unmöglich. Ich war vorher. Aber jetzt gehe ich auch aufs Klo. Und ich habe noch zwei Reactions vor mir. Ja, das wird noch ein bisschen lang. Ich werde das hier laufen lassen. Und dann gehe ich Bier trinken. Für den Traffic. Ich werde auch noch ein Bier trinken. Ich durfte 10 Tage wegen Penicillin kein Bier trinken. Ich werde auch noch ein Bier trinken und ja, pass auf, wir werden das Gespräch nochmal machen, wenn ich live bin, weil ich möchte gerne... Sehr gut, ja. Ich möchte gerne auch für dich, und ich empfehle das auch mit anderen zu machen, gerne ein Multiplikator sein. Ich möchte gerne auch einen Talk mit dir haben in meinem Stream, den ich dann auf meinen Kanal hochladen kann, damit ein bisschen mehr Leute auch was von dir hören, super, die vielleicht noch nicht von dir gehört haben und dann auch gerne von dir dann hören möchten, da machen wir nochmal einen separaten, da nehmen wir uns dann auch nochmal gerne ein spezielles Thema oder so, dann machen wir das mal abends, dann bin ich live und du live und dann nehme ich das auf und dann hast du ein bisschen Multiplikator. Super, ich denke, gerne, da gibt es eine Menge Leute, die nichts wissen von dir und gerne wissen wollen, dass es dich gibt. Können wir gerne machen. An der Stelle danke, dass es dich gibt, danke, dass du das machst, ich finde, da gehört ziemlich viel Eier dazu. Ich war sehr überrascht, als ich das hier das erste Mal gesehen habe. Ich finde das sehr gut, die Community. Ich habe auch schon ein paar Mal mit den Leuten gesprochen, sind sehr geschmeidig, sehr angenehme Gespräche geführt, sehr gute Gespräche geführt bei dir auf dem Discord. Wir werden das fortsetzen. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Und ein bisschen rumjammern dürfte. Ja, es wird rumjammern. Ja, du bist ja aus einer anderen Generation, ihr könnt ja nur jammern. Also von dem her. Jetzt pass mal auf, Junge, ja. Genau, da kommt das, genau. Pass mal auf, Junge, nämlich. Ich dein Brötchen buttern, pass mal genau, auf. Genau. Ich werde dir den Hintern versohlen, ja? Ich habe hier, ja? Spanische Mama-Nahkampfwaffe. Also Vorsicht, ja. Alles klar, Leute. Ja, dann komme ich, ja? Dann komm so ich zum Rückspiel. Ja, komm zum Rückspiel, vielen Dank. Und noch einen schönen Stream euch allen, ja? Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Bis zum nächsten Mal. Baba. Tschüssikowski, bin raus. Ja. Yeah.